Ist das nicht schön? Da war Kennedy. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Lore. Nice. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Yeah! Ein Bär! Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Wow, wolle Rose kaufe? Hahaha. Nice. Schöner Akzent. London. Ich mag die Zeit auch sehr, sehr gerne. Industriekram. Und ich traue mich noch nicht zu reden, deswegen. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Alter. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Die Stimme. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen.
Das ist Jo. Ivy! Ja, Ivy. Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstricke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Ivy Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Doch, lol. Yeah, we are in, boys. Keira Knightley, genau, von Flug der Karibik. Oh. Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Bisschen Tilidin, aller. Nice. Wir sind drin. In der, was ist das? Walzenwerk, Gießerei, alles. Da sind wir. Interface Boys. Erstmal bewerten hier das Thema. Auch die Mütze passt sehr, sehr gut zu dem Mantel. Oh, ich liebe diese Zeit. War die Lautstärke okay? Ist irgendwie zu laut, zu leise? Ihr wisst, wenn das so sein sollte, immer meckern. Außer jetzt höre ich euch nicht. In der Gießerei ist eh immer laut. Ich bin großer Freund von dieser Zeit. So irgendwas zwischen vorindustriell und Steampunk. Wenn das nicht sogar irgendwo dieselbe Überschneidung ist, aber... Ja, bin ich großer Freund von. Wir haben Messer, wir haben Schleichen. Ich spiele nicht mit Controller. Bisher zumindest nicht. Vielleicht überlege ich mir das noch. Aber da ich Herr der Ringe... Warte, ist Schleichen einfach Kapuze anziehen? Oh! Boys! Damn sick moves. Nice, okay. Ja, vielleicht überlege ich mir das noch. Aber Herr der Ringe habe ich auch ohne Controller gespielt. Mal sehen, wie es wird. Mal sehen, wie es wird. Nennt sich viktorianisches Zeitalter. So, siehste, wusste ich natürlich. Wussi. Ich soll dich von Gnolde fragen, wo du sonst noch drin bist. Im Game. Einfach nur im Game. Habe ich kein Tutorial für Parkour laufen oder so? Sonst war, ich weiß das natürlich als Assassin's Creed-Kenner der ersten Stunde von der PSP, weiß ich natürlich sehr genau, dass es immer ein Parkour-Tutorial gibt. Aber guck mal, Kinderarbeit. Das ist ja wie im Osten. Schau mal hier. Oh, so viele schöne Nägel. Toll. Ihr fragt bitte nicht, was noch genagelt wird. Arbeiten hier die Kinder. Das ist so richtig, ich erinnere mich an Geschichtsunterricht zur Abiturstufe, wo wir auch ganz viele zeitgenössische Werke dazu hatten, so diese Walzengießerei und so weiter. Ja, wo wir dann Stunde um Stunde analysiert haben, die Arbeitsbedingungen und wie es heute besser ist und so weiter. Und was hat es uns gebracht? Ja, das war heute Assassin's Creed Stream. Dankeschön, Geschichtslehrer. So, hier kann ich doch mal gezielt, jawollo, gucke, einen Schlusssprung. Sehr cool. Grafisch holt mich das Game auch ab, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schick bisher. Aber wir haben ja auch noch nicht allzu viel gesehen. Okay, da unten müssen wir hin. Ich weiß noch nicht, ob hier jetzt alle irgendwie böse sind oder nicht. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss, aber was soll der Geiz, ne? Wir hüpfen einfach runter. Bin ja zum Glück auch noch in the mood. Wir haben ja Unity zusammengespielt, ne? Sharon und ich, Hallöchen. PC-Steuerung ist einfach Bombe, das freut mich sehr. Dann kann ich damit auch umgehen. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Ja, mach bloß nicht die Tür auf, Mann! Dann eben nicht. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. So, da haben wir unser Parkour-Training. Sehr schön. Ferris MC ist heute fällig, Freunde. Ich wusste es schon seit längerem. Ah, gucke, wie galant hier, Junge. Das Ding ist, das fand ich am Anfang bei Assassin's Creed mega krank, als man so die ersten Trailer und so gesehen hat, dachte ich, boah, könnte ich nie mit diesem Parkour, es musste bestimmt mega viel so Quicktime-Events und so ein bisschen, ja, und dabei musst du nur Shift gedrückt halten und er macht's dann von ganz alleine. Ich liebe diese Spiellogik immer, Kapuze auf, man ist invisible, Alter, oder invincible, ja, das Mount einfach. Ein riesen Monitor an der Wand, direkt darunter USB-Port fürs Hackerkabel, ja, man kennt es. Wir sabotieren den Laden. No Smoking finde ich auch klasse. Ja, eine Idee zu. No Smoking, Junge, die Dampfmaschinen. Bitte nicht rauchen hier, nur die Maschinen dürfen rauchen. Ja, also ich bitte euch. Gab's ja auch diesen Mega-Gag von Otto, ne? Natürlich rauche ich. Meine Maschine raucht ja auch. Großartig, ne? Da ist man als Arbeiter einfach auf einer Wellenlänge. Sehr schön. Ich habe so Bock auf das Game, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus, ne? Erhöhen wir den Druck? Ich dachte, wir leiten das nur um. Gleich explodiert ja alles, ne? Sind wir RIP? Dann war's das. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, liebe Leute. Ich werde es bei Assassin's Creed natürlich auch versuchen, so viel wie möglich von euch irgendwie zu lesen, drauf einzugehen und so. Aber
Kann sein, dass ich das noch schlechter schaffe als sonst. Aber ich versuche es. Ich werde tryharden. Ja. Oha. Was soll denn das? Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Du, wir sind's. Zack. Schön. Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Wie, ich bin der tote Mann. Wie kämpfe ich denn? Schleichen? Oh, so nicht. Okay. Oh. 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 Oh, Johnny. Hm. Willst du auch noch? E-Konter bei Angriffen, okay? Oh, so lässig, Digga. Lässig ins Maul. Achso, mehrere. Okay, ja, Tutorial-Mission. Wir können auch nicht so kämpfen wie... Was machen Sie denn da? Sie haben Zappelanfälle. Freunde, die Arbeiter. Sie tanzen Stepptanz. Was war denn mit denen gerade? Durchbreche mit Leertaste. Okay. Junge, keine 5 Minuten in Game. Die Arbeiter sind schon ganz nervös hier dieser Tag. Muss man doll aufpassen. Geht's euch jetzt besser, Freunde? Ja. Alles klar. Der Hygienebeauftragte bin ich, ja. Kann ich die looten? Nee, ich kann die tragen. Okay. Ich kann die tragen, das ist schon mal gut. Und dann kann ich die Leiche oder einen Bewusstlosen werfen. Kann ich die auf euch draufwerfen? Oh. Ja, kann ich. Kann ich, okay. Kann ich mehrere Leichen auf euch draufwerfen? Wir müssen uns erst mal mit dem Spiel auch vertraut machen, Freunde. Und ihr wisst, ich spiele gern... Okay, ich spiele gern unheilig Todesritter, deswegen muss ich das mit der Leichenwerfanimation auch komplett üben. Ja, good to know. Ja, ich denke doch an die Kinder. Meine Güte, bin ich Alligator oder was? Die Leute hier, wirklich, also crazy. U-Bahn, bis gleich. Ja, komm gut nach Hause. Das Spiel ist noch nicht fertig. Das war früher so, Carlito. Früher hatten die Leute solche Anfälle. Ja, da war noch nichts mit mal kurz hier irgendwie kleinen Blunt zum Morgen und dann ab dafür. Da konnte man das noch nicht so behandeln. So. Ey, das Tür hat er aufgemacht wie Arthas, ne? Das ist natürlich... Und zu dir, Ferris. Belastend. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Ich muss noch nach oben. Ich dachte, ich kann ihn jetzt hier messern. Na, guten Tag, hämmern Sie hier schön. Ja, einwandfrei. Lassen Sie sich nicht stören. Lassen Sie sich nicht stören. Dadurch, dass mein Vater und auch mein Opa ja Zimmermänner sind, sobald ich so Holz sehe und anfasse, ich habe den Geruch in der Nase. Kennt ihr so Holzgeruch, so aus alten Bauten auch gerade... sofort. Ah, schön, Junge. Schön, schön. Komme ich da jetzt ran von hier? Oh. Ja, moin. Lassen Sie sich nicht stören, ne? Lassen Sie sich bloß nicht stören von mir. Ich habe mich nur verlaufen gerade. Das ist gar kein Problem. Wie soll ich denn rankommen an ihn? Soll ich ein Messer werfen einfach? Weil ich habe doch kein... Oder da ganz oben? Nein, oder? Ich glaube nicht. Wie mache ich denn werfen? So, oh. Das geht doch, oder? Das geht doch. Pass auf, jetzt hier, Achtung, Header. So. Da fällt er runter. Wer war das denn? Wer war das denn? Also ich hier oben bestimmt nicht, ne? Das, ey, der hat ein Messer im Kopf, Junge. Passiert. Wirf doch einfach wieder eine Leiche. Ich nehme so eine Leiche einfach mit hoch, ne? Vorsicht, hier, ich bin der Hygienebeauftragte. Überhaupt kein Problem. Ja, der Geruch von frischem Holz ist schon sexy. Ja, es gibt ja auch verschiedenes Holz. Dann hatten wir auch immer so irgendwelche Lacke und Öle und zum Versiegeln. Und hier komme ich jetzt nicht hoch, oder was? Da muss ich... Wirklich, muss ich jetzt erst hier rüber, oder? Tatsächlich. Wow, okay. Und deswegen, Holz ist schon eine geile Sache. Holz ist eine geile Sache, Freunde. Grüße an alle, die gerade reinkommen. Willkommen in London. Oh, guck mal hier, apropos Zimmermänner. Jo, wollen wir mal spaßeshalber eine Stunde gucken, wie lang der braucht zum Durchschneiden? Meine Güte. Okay, wir müssen auf den Kran. Oder können wir ja immer so unsere Ausgangspunkte oder Aussichtspunkte synchronisieren? Ne? Das gucken wir uns mal genauestens an. Pass auf, wir gehen mal hoch hier. So, dann gehen wir hier rum und dann gehen wir da jetzt auf den Kran. Das geht da bestimmt recht einfach, oder? Nochmal. Na, du sollst runter, Digi. Runter. Ja, nochmal. Ah, oh, schön, das funktioniert. Es ist immer gut, wenn wir mit der Steuerung von Anfang an... so ein bisschen klarkommen. Rindenmulch, ja. Großartig. Leider den Falschen umgebracht. Ach so. Oh, warte. Oh, warte. Das war er gar nicht. Du hast recht, ne? Ich habe mich schon gewundert. Warum stand da eigentlich was mit, du hast einen Zivilisten getötet? Warum war das Aim-Zeichen blau? Und warum steht oben immer noch Rupert Ferris aufspüren und eliminieren? Jetzt macht das alles Sinn, Dr. Wigner. Jetzt macht das alles plötzlich Sinn. Gut, dass du Arzt bist. Jetzt merke ich es auch, ne? Ihr merkt, ich bin... Also, als Assassine würde ich mich jetzt nicht anheuern, aber jedem seins. Friendly Fire, ne? Kauft mehr Merch. So. Halten für Shift, W und E. Alles klar. Man kennt ihn. Ui.
Servus, moin, grüße euch, Entdeckung. Gegner, die Sie sehen, können schöpfen Verdacht. Wenn Sie in deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden Ihre letzte bekannte Position oder so. Okay, ja, das ist gar kein Problem für mich. Ich bin jetzt hier in Deckung. Ja, und er denkt sich auch, ne, Feierabend. Gar kein Problem für ihn, sehr gute Sache. Wir konnten ja auch so in der Masse abtauchen und so weiter. Das war immer toll. In dem PSP-Spiel, ich glaube Bloodlines oder so hieß das. Da konnte ich auch immer wunderbar einfach in so einer Mönchsgruppe untertauchen, die gerade aus einer Kirche kam oder so. Das war immer eine sehr, sehr gute Sache. Ja, Freunde, ich muss sagen, mit den Zivilisten ein bisschen Schwund ist immer, ja. Also das war früher so, das wird höchstwahrscheinlich auch so bleiben. Das können wir jetzt nicht groß ändern. Kann ich hier nicht mal einen so ein bisschen... das ist der besagte Schwund gewesen. Jetzt muss ich allerdings auch verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Das machen wir einfach mal. Klappt jetzt so lala? Nein, klappt sehr, sehr gut. Klappt erstmal sehr, sehr gut. Und die werden, guck mal, wie er da liegt, oder? Das macht man noch Mittagspause heutzutage, oder? Ich guck dir den noch an, da schön einmal die Beine breit, na, aber sicher. Das kennt der ein oder andere sicherlich auch. So. Ich weiß noch nicht genau, wo ich lang will. Ich bin noch nicht ganz vertraut mit dem... Ah, guck mal, da leuchtet's. Okay, ich wollte gerade sagen, mit dem Parcoursystem, aber ich war nur zu blöd zu sehen, dass es hier leuchtet. Was wollt ihr denn jetzt hier? Hör mal. So, auf Wiedersehen, mein Freund. Das ist jetzt eine doofe Situation hier für euch, ne? Zack. Aber den kann ich wenigstens looten. Gucke hier, einmal schön den Arsch abtasten und wir haben ein neues Wurfmesser. Oh, sein Kopf, ne? Belastende Sache, aber auch den looten wir mal eben. Was soll der Geiz? Das sind alles böse Leute, die tragen rot, die sind alle gar nicht nett, Mann, die müssen weg. Die müssen einfach weg. Ich finde, by the way, die Mucke, die ganze Zeit läuft, auch unfassbar toll. Ich liebe diese Zeit, habe ich ja schon mal gesagt. Also ich kann damit auch sehr, sehr viel anfangen. Ich finde es auch unfassbar stylisch. Also nicht unbedingt die fehlende Infrastruktur und das fehlende Kanalisationssystem und solche Sachen. Und das fehlende WLAN. Aber an sich so finde ich, die hatte unfassbar Stil, diese Zeit. Ja, ganz abgesehen so von den hygienischen Standards und was ich eben angeschnitten habe, ne? Wie ich meinte. Wenn sie mit C schleichen, sind sie schwerer zu entdecken und sie können sich schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter... Oh, das ist toll. Unter ihnen, das werde ich stetig verwechseln. Halten sie hinter einer Deckung rechts gedrückt, um zu zielen, drücken sie dann links, um Messer zu werfen. Okay, hinter einer Deckung kann ich auch rechts gedrückt halten mit C schleichen. Ja gut, damit kennen wir uns ja aus. Wir sind ja Profis. V für das Adlerauge. Ah, cool, das ist wie beim Witcher, so dieses Aufspüren, ne? Finde ich sehr gut. So, dann können wir hier rum. Oder einmal hier zack, zack, Junge, auf Wiedersehen. Wieso steckt denn das Messer eigentlich im Rücken, wenn ich auf den Kopf ziele? Aber, ja. Okay. Ach, wir lauschen da auch so lange. Auch wegen Adlerauge, da hören wir auch besser. Habe ich jetzt geträumt. Deswegen war ich so ruhig, ne? Weil ich dachte, Mensch, die erzählen da so schön von Brandy und von ihren Nachmittagsmuntermacher, ne? Wahnsinn, okay, wir schleichen mal weiter. Sneaky, wie wir sind. Hallo, ja, Arbeit ist toll, ne? Arbeit ist richtig geil, Mann. Das ist einfach nur schön. Das ist der nächste Verbrecher. Pass auf jetzt, Achtung, über Move. Bam, Junge. So, Hilfe, er ist einfach umgefallen. Wir brauchen Hilfe hier hinten. Gut, wir schleichen durch die Fabrik. Ich kann ihn doch auch so jetzt assassinieren, oder? Guck mal, der dreht sich da doch so langsam um, der Kollege. Oh, ja, naja, also man kann sich jetzt streiten über die Definition von assassinieren. Das gebe ich zu. Das gebe ich offen und ehrlich zu, aber an sich, hin ist hin, ja. Hin ist hin, das wissen wir doch auch. Das wissen wir auch. Kommt noch ein Geflüstervideo oder was? Thema nach dem zweiten Video erstmal durch. Ja, das hängt immer davon ab, wie viel Geflüster wir haben, ob das ein Video stemmen kann und wie neu es ist, ne? Und ob sich eben lohnt. Da sind immer mehrere Faktoren. Ich ziehe mir immer alles rein und wenn ich dann zu dem Schluss komme, lohnt sich nicht oder lohnt sich noch nicht, dann bleibt es tatsächlich auch erstmal so. Wie komme ich jetzt runter? Einfach so, ein bisschen eh hier. Schreit doch mal nicht so rum, Mensch. Was ist denn mit den Kindern? Haben die noch nie eine Leiche gesehen oder was? Wie lange arbeiten die denn schon? Was ist mit denen? Ah, das ist... Oh. Ja, jetzt ist der Besen runtergefallen, ne? Feierabend. Scheiße. Der Besen, der ist runtergefallen. Ganz doof gelaufen. Ich habe so das Gefühl, als ob ich gar nicht hier oben sein sollte. Ihr guckt mich auch ziemlich doof an. Insofern gehen wir einfach nochmal wieder runter. Ja, das ist gehört auch dazu. Man muss ja auch mal hier so ein bisschen mit den Arbeitern sich vertraut machen. Ne? Das hat ja sonst auch irgendwie keinen Sinn. Halt doch mal deine Fresse jetzt, du Mistkind. Das ist ja wie früher irgendwie in welchen Freizeithäuschen und Aktivitäten. Das gibt's doch gar nicht. So, und dich konnte ich eh noch nie leiden. So, zack, zerab, einwandfrei.
Salazar, ich danke dir für 11 Monate. Vielen, vielen Dank in diesen schweren, schleichenden Zeiten. Oh, wie komme ich da denn rein? Jetzt muss ich doch hoch, oder was? Aber kann ja auch nicht sein, sonst wäre hier jetzt keiner gewesen, oder? Hier lassen ja die Leute rumlaufen, wo man sowieso nicht sein sollte. Der liest hier was von einer Zeichnung ab. Das Kind hat nicht mal Schuhe. Oh, hier sind wieder böse Leute, Junge. Böse, böse Leute. Oh, ich mach mal gleich mal fertig. Was ich mich jetzt am Anfang allerdings direkt frage, kann ich Infight ein Messer werfen auch? Nee, der jag mich doch mal nicht hier, meine Güte. Ich dachte, ich kann jetzt vielleicht so tricky einfach mal kurz aimen und fertig, aber nee. Und da die keinen Alarm schlagen, ist das für uns, glaube ich, sowieso Jacke wie Hose. Dem haben wir hier jetzt unser Vermögen vor, in der ersten Farmspot einfach schon gefunden. Gar kein Problem. Willkommen im längsten Tutorial der Welt. So, hier geht's ja auch überall hoch. Gucke hier über die Kisten, haben sie uns extra hingestellt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dann stehen wir mal auf und dann klettern wir hier hoch jetzt. Los geht das. Gut. So lala geht es jetzt los, muss ich anmerken. So lala. Vielleicht nehmen wir auch einfach die Leiter. Vielleicht nehmen wir einfach... Leiter, dankeschön. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Mach mal die Kinder kalt, dann sind die auch ruhig. Torsimus. Mensch, da müssen wir gleich für Sylvanas schreien hier in so einem Moment. Ne? Das wollen wir erstmal vermeiden. So, wer bist du hier? Oh. Das sah böse aus. Ich muss es wirklich zugeben. Was haben wir hier? Short time working. Kurzarbeit. Notice, die Zeiten. Birmingham, okay. Oh, ich habe auch so Bock auf Peaky Blinders, Freunde. Wer diese Zeit mag, Peaky Blinders, ist eure Serie, wirklich. Sehr gewalttätig, sehr brutal, aber auch so geil. Ja, auf jeden Fall. Charanox, auch sehr geil, 13 Monate. Vielen Dank. So, wir machen erstmal wieder Adlerauge. Ich lerne ja dazu. Okay, da unten kloppen sie sich ein bisschen. Okay. Ja, das war ja auch diese Zeit so, ich sag mal, wo Arbeitsschutz auch nicht so groß geschrieben wurde, ne? Die Leute wollten arbeiten und wenn einer verletzt war, nicht mehr arbeiten konnte, wurde rausgeschmissen und vor der Fabrik standen schon 10 neue, ja, die den Job dann gemacht haben. Das war ja auch, Junge, Wahnsinn, so vor Gewerkschaft und Co. Schön ist das nicht. Der Junge hat auch einen Besen. Wir stealthen uns einfach mal hoch. Wir sind so sneaky, ne? Ich sehe mich manchmal nicht mehr selber. Kennt ihr dieses Problem? Das gibt es auch. Die will ich so lange schon anfangen. Es lohnt sich, Knorde. Es lohnt sich so, so unglaublich. Diese Serie hat mich so krass abgeholt. Gibt's gar nicht. Habe ich auch schon mehrmals rewatched. Und lohnt sich mega. Gerade jetzt auch in Bezug, was wir im Stream gerade machen. So, schön die Fässchen hier. Der Grog, der Brandy. Sehr, sehr schön. Was hat man noch getrunken? Guten Whisky. Oder sind wir an der nächsten Leuchtesäule? Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Ja, yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wie krank das hier auch ist mit den allgemeinen Bedingungen in so einer Fabrik, ne? Also als ob die hier schon Schutzkleidung und so hatten. Das ist ja nur geisteskrank. So, hier haben wir doch schon mal den ersten Otto. Den natzen wir einfach mal weg. Zwei Charlotte, das Gedicht habe ich echt nicht gesehen. Magst du es nochmal posten, bitte? Ich kann nämlich auch echt nicht raustappen, ansonsten hängt sich das ganze Game auf. Das möchte ich am Anfang gern vermeiden. Das ist nicht so, optimiert, wie ich das gerne hätte. Lohnt das überhaupt schon zu looten hier? Mit den 3 Pfund oder was es ist? Ja, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Miss Figo. Hallöchen. Grüße. Mr. Ferris sagt, ich soll dir den Lohn kürzen, Knabe. Ich bekomme Lohn, geil. Genau so. Am Mittag sehe ich in die typischen... Am Mittag sehe ich die typischen englischen Schwunde und Craft verteilt eine blutig triefend tödliche Wunde. Mit dem Messer und mit Dolch, da stößt er, schießt mit Messern wie mit einem Gewehr. So ist es nämlich. Ja, wer braucht denn Schusswaffen, wenn er Messer hat? Ich glaube, wir müssen außen rum. Möchte ungern hier durch diese Walzen-Lava-Hitzemasse springen. Aber ich glaube fast, ich muss, ne? Ist das so ein Timing-Ding? Laber mich doch nicht voll mit deinem Parisisch. Was ist denn mit ihm? Ich trau mich mal. Kann ja nicht so heiß sein hier unten, oder? Was soll passieren? Hello. Guten Tag. Ich bin hier der neue Azubi. Deswegen renne ich hier einfach rum und kenne mich nicht weiter aus. Funktioniert. Emeron, Palladium, hi. Oh, da ist schon einer. Oh nein. Oh, ich war zu langsam.
Oh, das ist nicht cool. Hat der eine Waffe? Der hat ein Messer, ne? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da, den ersten haben wir schon mal. So, Verteidigung durchbrechen. Bäm, und du wirst richtig vermittelt, du miese Ratte, Alter. Zack, zack, zack. Bäm. Oh, da ist noch einer. Es werden immer mehr. Das war, ich bin so richtig guter Assassine wieder hier. Eine links und eine rechts, mein Freund. So, Freunde, Feierabend. Da ist gleich noch einer. Wollt ihr mich denn verarschen, Mensch? Ich habe erstmal hier Questbelohnung bekommen. Queensbury-Regeln. So. Fertig. Und er hat... Ja, Hans, zeig mal drauf. Zeig mal drauf, Hans. Zeig mal drauf. Hier, guck mal, die Leiche da. Zeig mal drauf. Sehr guter Mann. Rabenmoppel, Dankeschön für 5 Monate. Ich danke dir. So, wir looten die Leute erstmal. Freunde, ich muss natürlich überprüfen. Also, das ist meine Pflicht. Das ist meine Pflicht, ob wir diese Leichen in die heiße Schlacke werfen können. Weil das könnte wichtig sein. Weil stellt euch vor, hier kommt jetzt jemand lang und findet diese Leichen. Das wäre in höchstem Maße unangenehm. Wir haben doch bestimmt hier irgendeinen Behälter, wo die mal, oder, kurz verschwinden können. Leute, ihr guckt mal kurz nicht hin, ne? Ist heute ein bisschen geruchsintensivere Arbeit. So, da, ne. Ja gut, das hat jetzt nicht so funktioniert, aber zumindest wird er jetzt geröstet. Freuen sich die Kannibalen unter den Mitarbeitern. Man muss ja heute auch an alle denken, ne? Nicht nur vegan und so, sondern auch andere Faktoren. Hier ist ein Eingang. Guten Tag. Und du bist hier der Oberaufseher, oder wie, mit deinem Röckchen? Zumindest warst du es die längste Zeit. Zumindest war er es die längste Zeit. So. Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber da stand auch Eingang dran. Hier, ihr schicken Pinsel. Ihr miesen Heinis. Oder ist das ein Pfeil nach oben, weil wir ja höher müssen? Ich schätze ja, ne? Ich schätze ja, weil der Kollege ist ja auch eine Etage drüber. Okay, dann muss ich nur gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Möglichst ohne aufzufallen. Ihr wisst, Geheim ist mein zweiter Vorname. Wo ist der denn jetzt hin? Hä? Soll der nicht hier langlaufen? Ach, er hat einfach umgedreht, der feine Herr. Na, damit kann ich ja umgehen, Freunde. Das kann ich ja leitend so benehmen, weißt du? Ich bin hier in Assassin-Position. Und der feine Herr denkt sich, nö, du Eckart, das machen wir so schon mal gar nicht. Zack, und auf Wiedersehen. Bam. Oh, da hat er gleich den Hut verloren, das ist auch nicht schön. Hinten ist eine Leiter drin. Hinten ist eine Leiter drin. Ach, gucke, ja gut, da können wir uns dann natürlich durchsneaken. Dann muss ich jetzt natürlich nicht nochmal oben gucken, wenn wir hier auch eine Leiter drin haben. Alter! Das Mädchen mit dem Zauberbesen. Ah, verbrennt die Hexe. Obacht, Freunde. Obacht, Obacht, Obacht. Vielleicht ist nur ein Gang gemeint, das kann auch sein. Wir gucken mal, ob ich was übersehen habe. Das ist echt eine Leiter. Seht ihr ja viel bessere Augen als ich wieder. Wahnsinn. Darum machen wir es auch zusammen. Darum machen wir es auch zusammen. So, da sind wir ein Stückchen weiter oben. Oh, und sie reden auch schon. Wie komme ich denn jetzt runter mit E? Oh. Ja, so nicht. So schon mal nicht. So, pass auf. Ich muss da jetzt rüberkommen irgendwie, oder nicht? Da rüber. Rüber, Diggi. Rüber. So, gucke, einwandfrei. Ich hoffe, dass Sie diese Neuigkeit zufriedenstellt. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich verbleibe, bla 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 bla, Rupert Ferris. Ach, Rupert Ferris, also. Gucken wir mal. Mr. Ferris, Sonderlieferung. Scheiße, Junge, mit so einem Messer in den Kopf, oder? Uff. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Okay. Yeah, unsere erste Mission. Ich bin nicht gestorben. Bin mega stolz auf mich. Jetzt muss ich auch noch rauskommen vermutlich, ne? Entkommen, ja. GG, hätte ich mal nichts gesagt. Okay, dann stehen wir mal auf. Ich habe gerade das Gefühl, dass er nicht so Lust hat zu reagieren. Hello? Ah, jetzt. Okay, irgendwie muss er anscheinend noch was laden, ja. Guten Tag. Na? Alter, auch diese Kleider, ne? Mit diesen heftigen... Wie heißt das denn? Was ist denn der modische Fachbegriff für diese Überärsche? Überarschkleid, oder? Guckt euch das doch mal an. Ist sie ein verdammter Centaur oder was? Das gibt's doch gar nicht. Hier sind Bücher. Okay, ich mag diese Zeit. Also, wie gesagt, mega ranzig und so, ne?
Aber auch unglaublich, weiß ich nicht, stilvoll im selben Atemzug, oder? Vorhänge, Reifrock. Reifrock, gucke. Ersche. Heißt einfach Ersche. Ich möchte gerne Arsch anziehen, Fettarsch, ne? Ganzen Teller draufstellen. Da haben die früher ihre Autos drauf geparkt, ne? Auf den Überärschen der reichen Frauen. Großartige Sache. Was ist hier drin? Steric, das ist nur die Marke. Überall Fliegen und Flusen und Asche. Toll. Oh, 10 Sekunden nur. WE runter. Let's go. So. Ja. Okay. Kann ich euch jetzt nicht so hier einfach mal im Sprung... Oh, der hätte doch aber treffen müssen. Was war das denn? Oh. Oh, belastende Sache. Bam, Junge. Und komm runter hier. Verabschiede dich von deiner Exodia. Bam, Junge. Schön, okay. Ich hätte gerne eine Schusswaffe oder so. Muss ich ehrlich sein. Aua. Konter betäuben. Oh, das sind doch zu viele. Das sind doch zu viele. Muss ich halt die ganze Zeit rennen, weil die nachspawnen? Das könnte auch sein, ne? Ist irgendwie nicht ausgeschlossen. Hab ein bisschen Angst hier gerade, um ehrlich zu sein. Aber wir fighten erst, weil wir auch üben hier mal gegen mehrere Gegner aus. Garantiert beim... Oh! Bei meinem Spiel ist hier nicht das letzte Mal. Oh, guck mal, wir sind der Overlord, Junge. Und weg mit dir hier. Ja, das ist echt mein letzter Kampf. Mit dir auf jeden Fall, du miese Kanaille. Zack, und auf Wiedersehen hier, miese Ratte, Junge. Tschüss. So, du bist der Nächste. Wo kommen sie denn her, Alter? Müsst ihr vielleicht echt wegrennen? Könnte das auch sein? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie Bedenken, weil es steht da noch drauf, entkomme, aber ich meine, der Zug fährt ja, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Ulias, hi. Nö, nee, alles cool. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Oh. Geiler Move auch, den eigenen Betriebszug komplett woanders langfahren zu lassen. Also Schadensbegrenzung können sie schon mal. Ey, Junge! Ey, bitte. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. So schlagfertig, ne? Und so ist die Overwatch-Map entstanden. Nach unten klettern. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Gefällt mir sehr gut bisher, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Warum ist es so lustig, deinem Serienmörder bei seinem Werk zuzuschauen? Blechhaube, weil wir Gamer sind und wir sind sehr gewaltbereite Killer, wissen wir ja. Haben wir jüngst erst lernen müssen. Okay, ab nach unten. Schön bei dem Feuer da. Ja, ist unser geringstes Problem. Hey. Okay, Bodias, ich glaube, die Fabrik muss demnächst mal was von deinen Bahnteilen kaufen, ne? Da sind wir wieder. Junge, was sind denn das für Level hier? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war ein kaputter Zug. Ey, was das auch kostet, oder? Gottes Willen, komme ich da rüber? Bestimmt, oder? Let's go. Oh, nee, doch nicht. Soll da gar nicht rüber? Oder doch? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Kann ich springen? Kann ich hopsen? Parcours nach unten? Nee, aber auch nicht. Oder doch? Oh, nee, ich bin verwirrt. Ich drücke gerade alles, was geht. Aha. Event. Ja, dann ist auch klar, dass ich das nicht so machen kann, wie ich möchte, ne? Wenn wir ein Event triggern müssen, das wusste ich doch nicht. Da heule ich jetzt und meine Tränen löschen das Feuer. So machen wir es einfach. Okay, ab nach unten jetzt hier. Let's fucking go. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Schön, gefällt mir. Sand im Getriebe. Es gefällt mir nicht so, Freunde, aber viele von euch kennen das sicherlich auch. Ja, Belohnung 1000, das ist Pfund, oder? Das sind 1000 Pfund. Wir kriegen einen Gürtel, looten und leveln und EP auch noch. Geil, diese Erinnerung bewerten. Ja, also wir sind ja jetzt hier kein Yelp-Kritiker oder so. Wir haben nur Sand im Getriebe. Da sind wir. Oh, hey. Ich als Frau, ne? 2019, Boys. 2019. Das Ladezeichen ist auch so ein Schienenmodell, oder? 1868. Schön. Ja, das war's. Das war Assassin's Creed, Freunde. Ich hoffe, hat euch gefallen. Der Hof. Quartier der Wache. Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte?
Feigling. Fanboy. Die Gute hat übrigens die Stimme von Keira Knightley, ne? Von Elizabeth Swann von Fluch der Karibik. Geil. Pfeifen. Geiler Arsch, Junge. Wer ist da? Warum lässt er denn die Laterne fallen? Was ist denn mit ihm? So, Attentat. Oh. Es ist Zeit für die Ablenkung. Ja, das war nicht Ablenkung genug, oder was? Kann ich die Laterne jetzt nehmen? Die Laterne, die rollt. Ich kann die Laterne treten. Ich möchte gerne mit der Laterne den ganzen Zug niederbrennen, aber ich darf nicht, Mann. So sad, so sad. Guadalcanal und Sosaris sagen für 18 Monate. Wahnsinn, Freunde. Wie viele hier so hohe Monatszahlen haben, ne? Das ist komplett krass. Zielen. Aber wir haben auch Messerchen, okay? Oh, guck mal. Das Zielsystem arbeitet sogar mit der Bewegung von mir, vom NPC und auch mit der vom Zug. Dann ziehen wir mal lieber auf den Rücken. Zack. Oh, noch eins. Du hast hier gar nichts gefunden. Erzähl doch nicht. So, wir hüpfen wieder. Freies Zielen auf den Kopf eines Gegners führt zu kritischem Schaden. Ja, die Hanzo-Plays. Oder die deutsche Stimme von Mimi aus Digimon. Oh mein Gott, Nami, du hast völlig recht. Oh nein. Oh nein, mit dem Hut. Ey, wow. Okay, krass, hätte ich original nicht gesehen. Hätte ich nicht gesehen, die Stimme. Na, da sind wir wieder. Reflexwurf. Bam. Okay, das war jetzt nicht so geil. Das war schon geiler irgendwie. Oh, guck mal, zack. Junge, wie knicken die denn ein? Die Körpermodelle. Oh, der Arme, da rollt mein Messer. Das hätte ich gern wieder. Oh, nee, ich wollte ihn nur looten. Jetzt haben wir uns missverstanden. Sorry, ich wollte ihn eigentlich nur looten. So, einmal schön am Arsch krabbeln. Und da war noch ein bisschen was zwischen den Backen. Das gibt eine Anzeige. Wo sind eigentlich die Fische hier von Jacob? Na, das war nämlich die ganze Zeit schon. So, nu? Jetzt muss ich doch hoch, oder nicht? Stehen, ja, C. Okay, hoch. Ja, geht doch. Guck, man muss da auch nur mal, muss mal richtig kommunizieren hier miteinander, dann geht das auch. Oh, ich finde das schön, vorne hier auch mit dem Wald. Servus, guten Tag, ich grüße Sie. So, und dich? Oh, ich habe einen Stab oder was? Bin ich Kollege? Hier, Platin-Zepter, Cobra-Kopf, Junge. Bam, Eimer, schön hier. Junge, der hat jetzt für seine Boss-Strafe noch nicht bezahlt, der miese Hund, kann ich gar nicht leiden. Ich habe zwei Persönlichkeiten, ihr nicht mal eine. Ja, was ist mit denen? Wirklich, was ist mit denen? Ich kann Stimmen sehen, crafte wieder LSD, Mann. Wieder in alte Muster verfallen, so traurig. Und das wegen Assassinen. Das alles nur wegen Assassinen. Ich mag dieses Level sehr, sehr gern. Oh shit, ich dachte, jetzt sei ich verkackt. Das wäre auch sehr typisch gewesen. Das sind nur Penner. Vor Pennern müssen wir eigentlich keine Angst haben. Oder Penner sind in der Regel ja nette Leute. Guten Tag, kann ich euch ausrauben? Oder? Oh, das war falsch. Ja, ne, dann lass mal was rüberwachsen. Ja, okay. Ja, heul jetzt nicht rum. Halt die Fresse, Kind, sonst töte ich dich, Junge. Ja, gut, Mutti, das ist eine Erziehung, Leute. Das ist eine Erziehung, auf jeden Fall. Muss eigentlich auch mal richtig kämpfen mit ihr. Sie kämpfen mit einem quasi Gehstock. Ja, ich war sehr überrascht gerade. Damit habe ich nicht gerechnet, aber so ist es manchmal. Ne? Gerade bei Frauen auch so ein Schirm mit so einer Klinge oder so. Schon krasse Sache, apropos Klinge. Header, Junge. Und du auch, na? Ja, guck mal. Erwin? Erwin, hast du ein Messer im Kopf? Oh, shit. Okay, das war das Hanzo-Aim. Fuck, jetzt sei ich verkackt. Oh, nein. Oh, nein. Junge, Erwin kann nicht alleine nur so tot sein. Folge ihm bitte. Komm, du machst da mit, Junge. So. Alter. Auf Wiedersehen. Erwin hängt derweil noch ein bisschen rum. Ja, das ist kein Problem. Erwin, ich loote dich mal nur. Habe ich mein Messer wieder. So, fliegt das andere jetzt hin? Das andere ist weg. Das ist einfach weg, Junge. So traurig. Hör doch mal kurz auf zu boxen jetzt. Also bitte. Butcher, ich grüße Sie. Hi. Hallöchen, Hallöchen. So, und hier ist Loot. Oh, hier ist nicht nur Loot. Ist auch ein fieser Mann. Oh, der hat seinen Hut sogar noch mit auf die Kiste gelegt. Das ist nett. Bonus-Loot, Junge. Erwin hatte nur noch 3 Tage bis zur Rente, du Schwein. Ach, Mann. Der arme Erwin wieder, ja. Er konnte doch nichts dafür. Er konnte doch nichts dafür. London World News. Okay. Hier ist alles in diesem Zug irgendwie, ne? Menschen, Penner, Tiere und Doktoren. Und arbeitsloses Pack, Lumpengesindel, Penner, die essen, was ich wegwerfe. So alles, Freunde. Hier ist einfach alles... Ah, draußen ist groß, ne? Da sind wir in der Nähe von unserem Ziel. Okay. Ne, wie sie sich auch dissen, ne? Das ist aber auch nicht nett, hör mal. So. Da sind wir. Und jetzt? Ah, ne, ich muss da richtig runter. Also, ich habe immer Schiss bei den Sprüngen, Junge. Weil ich könnte das nicht hinbekommen. Wer hätte es gedacht? Abkoppeln. So. Oh, Quicktime-Event. Bam, mit meiner stählernen Faust. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Und er denkt sich auch, oh, Feierabend, Junge.
Geil. Die armen Kisten. Ja, die werden nur getreten, Mann. Zug hält. Bitte holen Sie die Deutsche Bahn-App raus. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Okay, cool. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, wie patrouillieren die denn? Hab ein bisschen Schiss. Ah, nein, ihr seht mich doch gar nicht, Mann. Das ist nichts gewesen. Tut doch nicht so. War jetzt, ich sag mal, nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft habe mit dem ersten Stealth-Versuch. Aber leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Also, wenn das nicht Assassin's Creed Pro-Play war, dann kann ich euch auch nicht helfen, ne? Dante, Hallöchen. So, ich muss da vorne hin. Okay, die können bestimmt nicht so cool klettern, ne? Wir hatten ja nur einen Seilzug. Machen wir erstmal hier Aussichtspunkt. So, anonym werden, um fortzufahren. Ja, vergesst sie, gehen wir. Macht euch weg da jetzt. Geh nach Hause. Komm, geh dein Trinken. So. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Ja, seien Sie ein Assassine. Ja, Assassinen sind stärker, wenn sie gefährliche Gebiete aus einer erhöhten Position infiltrieren. Wir haben den Highground Boys. Setzen Sie das Adlerauge V ein, um Schleich- und Attentatsgelegenheiten zu identifizieren. Verstecke und nützliche Objekte werden weiß hervorgehoben, okay? Cool, I guess. Dann machen wir mal das Adlerauge. Oh ja, da können wir runterspringen, der klassische Heuballen. Todessprung klingt erstmal super. Da hinten, okay, und das ist unsere Range quasi, ne, vom Adlerauge. Die können wir bestimmt auch erhöhen oder so. Ja, machen wir erstmal Todessprung hier, richtig Bock. Zack. Das war nichts, es ist nichts passiert. Wie soll ich hier jetzt rauskommen, ohne die zu töten? Das geht doch nicht, Junge. Oh, naja, oder vielleicht geht das auch doch, aber ich verrate nicht wie. Das war Taktik, das war absolut gute Planung meinerseits. Und dann können wir den auch gleich mitnehmen hier. Zack. Ist das übel, ne? Er hält sich noch schön den Wanz, Junge. Sein Hut ist eins mit seinem Gesicht geworden. Das ist noch Liebe vorne zum Outfit. Ja, das ist wirklich die wahre Shopping-Queen hier heute. Großartig. Kiao, grüß Sie. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Freunde, ich habe heute einfach mal, weil ich noch nichts groß geschafft habe einzustellen, alle Alerts und so weiter aus. Ne? Ich sehe es ja im Chat, wenn ihr irgendwas tut. Aber er hatte heute nicht mehr die Muße und Zeit, weil ich auch anfangen wollte, irgendwie was groß umzustellen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr nicht seht, obwohl ihr irgendwas tut. Sein Hut ist jetzt in seinen Mund gerutscht. Das sind auch nicht die schönsten Tode, ne? Das sind auch echt nicht die schönsten Tode, aber was willst du machen? Manchmal ist es eben so. Wir müssen gucken, dass wir den Highground bekommen, sonst bin ich nicht sehr Tutorial-mäßig unterwegs. Und das wäre sehr, sehr schade. Wir wollen ja auch gut dabei sein, ne? Ich habe keine Zeit zum Schleichen, so ist es nämlich. Oh, moin, ich grüße euch. Wie, da ist sie. Hör mal, sei mal ruhig hier jetzt, meine Güte. Ich verprügele erstmal deinen Kumpel. So, und dann bist du dran. Oh, der hat ja richtig einen Backflip noch hingelegt. Großartig. Ich hoffe, von hinten kommt nicht noch einer. Oh. Aber nee, das waren die beiden hier. Ja, also, was wir festhalten können, ist, undercover kann ich. Ja, undercover kann ich. Wenn du erstmal ein bisschen Nightfall beim Sharkcampen triffst, ja, man trifft immer mal den ein oder anderen Verbrecher auch unter uns hier, ne, an den verschiedensten Orten. Ich dachte, der ist wenigstens gut zu uns, Mensch. Der sieht doch gar nicht so böse aus. Ach doch, der hat eine rote Hose. Oh. Und guck mal, jetzt liegt er so, dass er seine eigene Hose sehen kann. Das ist da auch was Gutes. Illuminas, Hallöchen. Grüße. So, ich wackel hier nochmal an deiner Achsel rum und dann gucken wir, dass wir hier reinkommen. Da steht schon wieder der Nächste. Ich weiß nicht, ob der alleine da steht. Oh, ne, er steht nicht alleine da. Aber jetzt steht der andere dafür alleine da. Das ist auch in Ordnung. So, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Ich bin bisher ganz froh, dass unsere Angriffe noch nicht so die Aufmerksamkeit erregt haben. Ne? Keine Patrouillen überall, das ist...
Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Ja, gucken wir mal, ne? So schlafe ich auch immer. Guten Abend, gute Nacht, ne? Und der Kopf ist jetzt ab und so weiter. Diese ganzen Kinderlieder von früher. Man kennt es so. Hier komme ich doch bestimmt auch hoch. Oh, da steht ein Einzelner. Na, hier ist... Oh. Fuck, warte doch mal bitte, Mensch. Ja, komm, lass dich doch jetzt erstmal in Ruhe messern. Also, wirklich, ich weiß gar nicht, was gerade mit meiner... Oh, der Twister. Der Twister, was war denn mit ihm? Da war die Düse im Whirlpool zu doll eingestellt und er dreht sich erstmal um 360 Grad. Was ein Ehrenmann, dieses schöne Kunststück mit uns zu teilen. Einwandfrei, einwandfrei. Und voller Wut klaut Kraft Erwin seinen Hut und seinen Mut, denn er will Loot, denn Loot tut gut, das ist absolut wahr. Oh, gucke. Rauchbomben ausrüsten. Okay, halten zum Zielen. Rauchbombe werfen. Komm, schön einmal in die Fresse. Nee, oder in den Sack, in die Sackfresse. So, bam, Junge. Rush B. So, und jetzt rede ich mit ihm im Rauch, oder was? Ah, nee, jetzt kann... Ach so. Ah, im Rauch kann ich beide assassinieren, weil die mich nicht sehen. Oh, das ist cool. Oh, das ist... Das, ah, nice one. Schöne Hose auch. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich kann in meiner Hose, ohne die Hände zu benutzen, ein Zelt aufbauen oder so. Es ist ja... Also... Junge! Erst hatten wir dieses Hexenkind mit seinem Zauberbesen, jetzt liegen hier nur noch die Hüte rum. Und er ist hier mit einem Backflip aus dem Fenster katapultiert. Ehrenmann. Sehr, sehr gute Sache. Sehr, sehr gut. Komisch, dass alle genau 3 Pfund in der Tasche haben. Ist das für die Maut? Bestimmt, ne? Bestimmt fürs Parkticket. Fürs Parkticket, dass du da auch vom Betriebsarbeitsplatz wieder runterkommst. So, können wir hier irgendwie durch diese Tür? Ja, das möchte ich gerne nochmal testen. Fass die Tür nochmal an, bitte. Dass wir uns da sicher sein können. Keine Lust mehr. Ne, okay, wir können hoch. Ach, gucke. Ah ja. Ah, das lohnt sich schon, sich hier umzusehen. Guten Tag. Hier sind nicht mal Solaranlagen auf dem Dach, Freunde. Das ist irgendwie auch nicht zeitgemäß. Möchte ich nur mal anmerken. Das hätte man schon mal machen können. Also wirklich. Bald kannst du 2 gleichzeitig killen. Boah, das wird krass, ne? Dann bin ich einfach der Überlord. Hier ist ein Rabe. Raff-Album-Promo läuft auf jeden Fall auch im industriellen London. Und hier kann ich bestimmt rüberkommen, ohne gesehen zu werden. Seiltänzer-Ausbildung ist da. Okay. Herbstliche Bäume. Die Bäume wurden nicht ganz so liebevoll designt, habe ich das Gefühl. Ne? Aber wir sind ja auch in der industriellen Zeit. Was wollen wir da mit Bäumen, oder? Bäume, das ist ja auch so. Zack, Junge, einmal Baum auf den Nacken hier. Sehr schön. Also Türen sind ja sowieso so eine Mainstream-Sache. Ne? Patrick, hallöchen. Türen sind ja auch so eine Mainstream-Sache. Damit wollen wir generell nichts zu tun haben. Ich finde es auch super, wie ich bei euch, wenn ihr nach, ich sag mal, normalen RL-Namen benannt seid, immer wieder zwischen englischen und deutschen Aussprachen hin und her wechsle. Das gibt mir persönlich sehr zu denken, aber da wir in London sind, ne, passt das natürlich. Großartig. Oh! Das Artefakt, Freunde. Odin ist überall, genauso. Genauso. Oh nein, nein, ich bin nur falsch abgebogen. Ich bin nur ein Besucher. Es tut mir leid. Sorry. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Ja, weg mit dir. Junge, es ist im Grunde wie beim Golfspielen, ne? Also, so Minigolf, zack, wenn du mit deinem Cousin irgendwie Minigolf spielst oder so. Und dann macht er irgendwie ein Hole in One. Ja, also locht beim ersten Schlag ein. Und dann, ne, schlägst du ihn einfach mit dem Golfschläger so zusammen. Das ist normale Situation. Ostdeutsches Minigolfen, Freunde. Man kennt es sehr genau. So, wir sind drin. Wir haben bisher auch super viele Schleichsachen hinbekommen. Hier ist noch einer. Guck mal, am Fenster schön. Zack. Ich bin durch seinen Körper gegangen. Das ist der nächste Lifestyle. Das ist der Next Level Lifestyle. Okay. So, erstmal Adlerauge. Oh. Ja, also ich gebe zu. War jetzt nicht mein bestes Adleraugentiming, aber lasst euch gesagt sein, es war auch bei weitem mit Sicherheit nicht das Schlimmste. Insofern laufen wir hier lang, die Täubchen fliegen, überhaupt kein Problem. Wir haben mehrere Eingänge. Oh, da ist zum Beispiel einer. Guck mal, das ist ja auch schön. Oh.
Da hatte ich noch die Rauchbombe ausgerüstet. Ja, aber das ist jetzt auch. Also, Freunde, man muss auch so ein bisschen mal hier wie in der Sauna ein bisschen Wasserdampf und so, ja. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und er wurde zur menschlichen Schildkröte. Guck mal. Der Hals. Er ist einfach so eingefahren, ne? In den Körper. Richtig nice. Richtig nice Sache. Craft Street, eine Frau ist wie beim Golfspielen immer schön auf die Bälle dreschen. Genau so sieht's aus. Genau so. Wie ein Stier im Glashaus. Ja, man kennt das ja, wenn man so für die Oma, für die Mutti, für die Liebste ja irgendwie ein Parfüm kauft oder so. Hab ich früher immer gemacht für meine Oma und meine Mutter, schön im Laden, als ich noch rausgegangen bin, ne? Kommst du rein, erstmal Rauchbombe in dem Laden, erstmal mit einem Silberstock. Alle verpelzen. Großartig. So, wir müssen, wo müssen wir denn überhaupt genau hin? Ich stehe hier gerade so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Im Zweifelsfall müssen wir immer hoch, ne? Deswegen bleiben wir da mal dabei. Der entspannt sich in der Sauna. Schön den Kopf, Junge, einziehen. Man kennt die Situation. Kletter ich hier einfach mal hoch. Komm, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo wir hier hinkommen und wo wir hier rauskommen. Das ist ja, manchmal... Die labern da auch rum. Da ist eine Kiste, die möchte ich gern. Okay. Aber mal gucken, ob wir das... Wie konntet ihr mich denn jetzt sehen, ihr Heinis? Das glaube ich gar nicht. Ich habe auch keine Bombe mehr. Ach, kacke. Ja, komm, dann komme ich runter. Freunde, dann machen wir gar nicht so ein Gewesen. Pass auf, ich komme runter. Dass wir uns hier auch richtig unterhalten können. So von Angesicht zu Angesicht. Ne, wir kennen uns doch schon hier. Wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen. Und die halten auch langsam ein bisschen mehr aus. Ne, guck mal hier. Guck mal hier, wie die ein bisschen mehr aushalten, die miesen Verbrecher. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ihr habt eben geschrieben, wir müssen runter weiter. Ich wollte erstmal hoch, ihr sagt runter. Okay. Dann müssen wir gucken, bis wann streamst du, machst du mit Pause? Grundsätzlich haben wir für die Nicht-WoW-Stream-Tage ja extra Montag und Donnerstag rausgesucht, weil da erfahrungsgemäß generell ein bisschen weniger Zeit war, weil die Raid-Abende sind. Deswegen möchte ich auch jetzt nicht verallgemeinern, dass wir ein bisschen länger machen als generell, aber schon so eigentlich Minimum so die 2-3 Stunden, die wir sonst auch immer machen, ne? Möchte ich zumindest versuchen. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal unser Eingangsverhalten überarbeiten, beziehungsweise hier rein. So. Guten Tag. Und dann hier weiter oder so? Nee, hier geht's auch nur raus. Eingang. Bin confused, Alter. Bin confused. Können wir hier eine Zaubertür aufmachen? Nee, auch nicht. Bin sehr verwirrt und auch ein bisschen angegeilt von der stinkenden Situation hier im Matsch. Gehen wir halt hier nochmal raus. Guten Tag. Kann ich euch Messer? Nee, ihr seid Arbeiter, ne? Ihr seid besoffene Arbeiter. Mit euch kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren, liebe Leute. Damit kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Was ist mit dir da? Dann kann ich doch jetzt wieder mal ein Messer nehmen, oder? Guck mal hier, das war den guten Heribert. Zack. Zack. Der Arme. Ich feiere die Sterbeanimation irgendwie, ne? Ich bin wieder Gamer. Du musst den Typ killen, der an der Tür stand. Meinst du? Bin mir gerade nicht sicher. Gegner mit hängenden Fässer töten ist Bonus und den Eingang... Ja gut, da oben vielleicht auch drin. Guck mal da. Wir müssen ja den Eingang zum, Achtung, geheimen Labor finden. Also wird das auch nicht direkt neben der Hauptlokomotive sein oder so. Wir gucken mal hier oben, wie es hier aussieht. Hello. Guten Tag. Naja, und hier, wenn wir jetzt Adlerauge machen, bringen uns das vielleicht auch weiter. Mal gucken. Wir schauen mal. Wir hören auf jeden Fall besser. Wir würden jetzt auch genug Objekte sehen, um irgendwelche hängenden Fässer bestimmt runterzuschmeißen. Da ist eine Tür, da können wir uns verstecken. Da steht noch ein Random Boy. Random Boy, Boy, Boy. Was ist da? Steine, ja. Kiste mit Stein bewahre ich auch immer ganz oben auf. Nicht, dass es wegkommt. Das wäre sehr unangenehm. Ah, und hier sind Fässer. Okay, hier könnten wir jetzt rein theoretisch so diese Fässer runtermachen. Vermute ich mit einem Dolch, ne? So. Da stand jetzt keiner, aber ich wollte es ja auch mal probieren. Die haben wir ja schon alle platt gemacht. Seid ruhig hier jetzt da unten. Meine Güte, immer dieses Gemache und Gesotsche, oder? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. So, wir haben weitere Lampen. Wir haben da auch noch eine Markierung auf dem Typen. Aber das wird uns ja nicht helfen, den umzuholzen beim Finden des Labors, oder? Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Oh, er bleibt sogar stehen. Das ist super nett von ihm. Kopfschuss, Junge, mit einem Messer. Muss man mir erstmal nachmachen. Okay, hier oben waren wir eigentlich auch. Weiter hoch? Ne, ich bin verwirrt. Wir gucken erstmal wieder runter. Das wird doch hier unten sein. Da oben wird doch kein Professor mit irgendeinem geheimen Labor rumschleichen. Das ist doch hier und bestimmt bewacht. Bestimmt ist es hier irgendwo. Wer bist du denn? Wieso brauchst du Zeugen? Was ist denn dein Problem? Aber wie er da auch steht, mit der Hand in der Hosentasche. Och Mensch, ist er einfach tot, Junge. Ist er einfach tot, mein Freund. Das kann passieren. Das geht schneller, als man denkt, mein Lieber. Das passiert heutzutage sehr, sehr schnell. Ich habe irgendwie auch schon die Lust verloren, bei jedem immer die 3 Pfund mitzulooten. Das werde ich zeitnah bereuen, aber was willst du machen?
Und das hier ist doch echt nur zum Verstecken, oder? Ja, das ist so ein Passbildautomat, die immer am Bahnhof rumstanden. Wir gucken weiter. Wir gucken weiter, Da ist eine Lampe. Oh mein Gott. Aber warum ist oben noch ein Eingang? Das verwirrt mich halt gerade ein bisschen. Also, ihr könnt mir natürlich auch gerne helfen, aber ich möchte auch schon ein bisschen mich dumm anstellen und selber suchen. Da ist zum Beispiel noch eine Leiter, aber da waren wir doch eben auch erst, oder? Das ist eine Umkleidekabine. Nein, das ist ein Passbildautomat. Der hat einen Schlüssel. Ach so. Ist es euer Ernst, dass ich jetzt einmal gerade gesagt habe, dass ich nicht mehr looten möchte, jeden Einzelnen? Und jetzt muss ich jeden Einzelnen looten? Das wär's jetzt. Pass auf, wenn der jetzt einen Schlüssel droppt. Nö, der nicht. Du vielleicht? Wurfmesser. Hm. I'm confused. Hier ist noch was. Der schippt nur Kohl. Oh. Er ist ein bisschen schreckhaft, ne? Ein Ausgang kann auch ein Eingang sein, Craft. Ja, meinst du, ich muss wieder raus? Dass es hier drin gar nicht ist, aber es sind ja alle Symbole hierhin, ne? Mit welcher Bitrate streamt er? Ich weiß es nicht. Bei mir ist immer etwas matschig, wenn er rennt und so. Kann aber auch an meinem Internet liegen aktuell. 1080p, 60 FPS eingestellt. Also ich habe keine Fragmentierung und Co. Kann ich dir gerade original nicht weiterhelfen? Da wäre auch noch was, aber da waren wir ja auch schon. Das war der unten drin. Das ist der ganz oben und das ist mehr der in der Mitte. Mehr haben wir nicht. Alle drei sind Eingänge und alle drei sollen uns zum geheimen Labor bringen. Das ist nur sehr geheim, ne? Wir checken das nochmal mit dem Adlerauge und ich glaube auch von oben. Grundsätzlich sollten wir ja immer oben sein. Gucken wir mal. Sicher, dass das für Passbilder war? Steck mal den Finger in das kleine Loch in der Wand. Nee, lieber nicht. Ich glaube, ich verzichte. Danke. Alter, jetzt komme ich nicht um die Leiter rum. Ich raste komplett aus. So, und einmal nach oben, bitte. Alter. Hoch jetzt, Gottes Willen, Freunde, die Frauensteuerung wieder, ne, meine Güte. Meine Güte, Rainer. So, gucken wir mal, ob wir hier nochmal hochkommen, aber eigentlich haben wir uns hier oben auch schon eben umgesehen. Hast du den Typen schon entfesselt? Wie entfesselt? Ich weiß auch gar nicht, welchen Typen. Ich sehe auch gar keinen extra, deswegen gehen wir jetzt nochmal mit Adlerauge überall lang. Da waren ja zwei markiert, die habe ich eben umgeholzt. Aber, who knows, ob wir hier nicht noch irgendwo einen haben. Den versuche ich zumindest gerade zu entdecken. Aber ja, können wir zumindest ein bisschen das feminine Laufen genießen, oder? Ist ja auch eine tolle Sache. Die gute Frau muss eben dazu bewegt werden, ihren Hintern zu bewegen. Ja, das ist manchmal so. So, im Dach gucke ich auch, da ist aber auch nichts offen. Können wir hier auch über die Ketten springen? Ja, das geht auch. Das ist natürlich auch cool. Aber auch hier ist nichts weiter und da sind wir wieder am Ende. Tja, dann bin ich vermutlich einfach zu blöd. Da ist die Tür. Ha! Man muss nur lang genug motzen und sich dann selber als den Vollidioten hinstellen, dann findet man es im Endeffekt doch. Hallo, ich bin's. Guten Tag. Einwandfrei. Okay, sie ist hier ganz hinten. Freunde, der geheime Laboreingang ist am Ende der Halle. Auf dem Boden. Wer hätte es gedacht? Ich tatsächlich nicht. Zack, zack, ab. Danger. Okay. Ist nicht schlimm oder so. Kann man sich trotzdem feinstens gönnen. Ja, Muri, danke fürs Bescheid sagen. Ist ja auch der erste Stream. Gönne ich mir auf jeden Fall auch im Wort nochmal und guck dann, ob ich was optimieren kann. Dankeschön für die Info auf jeden Fall. Wir fahren Fahrstuhl. Ich war eine lange Zeit in meiner Gaming-Laufbahn immer mit Sicherheit in Fahrstühlen. Dachte mir, passiert nichts, ist man sicher. Und dann kam Dead Space. Und dann wurde ich in Fahrstühlen angegriffen. Ich raste komplett aus. Ach man, 100% easy, sowieso. Fähigkeitsupgrades. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro 1000 EP erhalten sowohl Jacob natürlich, als auch Ivy einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben Sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Ivy höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können. Ja, klingt gut, ne? Looten und leveln, liebe Leute. Looten und leveln. Oh, okay, das sind jetzt ihre eigenen Fähigkeiten. Ich finde auch schön, dass bei Ökosystem das erste eine Knarre ist. Finde ich super. Okay, wir können sicherlich in der zweiten Reihe noch nichts skillen, oder doch? Doch, ach so. Ah, die haben wir schon. Ah, die erste haben wir schon. Okay, cool.
Okay, cool. Das heißt, hier ist jetzt unser Doppelattentat. Drücken Sie links, um zwei nebeneinander stehende ahnungslose Gegner gleichzeitig leise zu töten. Das ist natürlich super. Das habt ihr eben schon gemeint. Das kaufen wir uns natürlich instant. Mies gegönnert, das Doppelattentat. Namrael, ich danke dir für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Okay, wir haben noch einen Punkt. Was haben wir denn noch so? Beute-Takedown. Sie plündern Gegner automatisch. Oh, das ist ja super. Das ist eine coole Sache. Wir haben aber auch Schlösser knacken. Oh, das ist vielleicht sogar wichtiger, als meine Lootfaulheit zu bekämpfen. Ne? Wir haben schlechter. Kombo mal 10. Rande des Todes beim 10. Hit. Oh, das ist natürlich... Ey, das ist alles gut, Mann. Ich hasse Skillsysteme, wo alles geil ist. Über die Zeit, bevor die Kombo-Serie quasi unterbrochen wird. Gesundheit müssen wir gar nicht drüber streiten. Adlerauge durch Wände. Und Plünderer mehr Herstellungsmaterialien. Boah, das ist gar nicht so leicht, ne? Schmelke, Gitoyo, Hallöchen. Hallöchen. Also, das Ding ist, ich glaube, am nicesten ist es, wenn ich erstmal schlechter mitnehme, weil ihr habt es vielleicht gemerkt, ich werde kämpfen müssen. Ihr werdet es vielleicht bemerkt haben, ich werde kämpfen müssen. Deswegen nehme ich, glaube ich, erstmal das Kämpfen mit und das Leben im Allgemeinen, weil ich glaube, das macht für meinen Spielstil einfach auch am meisten Sinn. Ja, deswegen nehmen wir erstmal das Kämpfen. Keine Ahnung, wir gucken mal. So, komm, wir nehmen jetzt das Kämpfen, Junge. So, die Skills. Schlechter Nummer 1. Ja, früher war es der Staatsfeind, jetzt ist der Schlechter Nummer 1. Okay, das waren unsere Talentpunkte. Cool. Und wir fahren in den Keller. Wir waren früher auch immer auf Klassenfahrten und so. Waren wir immer tausendmal auch in Bergwerken und solche Unternehmungen haben wir gemacht. Ne? Und dann auch immer ewig mit so einem Fahrstuhl runter. Und es war laut und räudig. Keine Ahnung, wer das immer geil fand. Ich auf jeden Fall nicht. Oh. Ja gut, das hat jetzt so lala funktioniert. Ich hätte vielleicht schleichen müssen, aber komm, oder? Doppelattentat direkt nach dem Skillen benutzen ist auch eher was für Ackergäule. Deswegen haben wir die erstmal so wieder schlafen gelegt. Ich wollte statt Doppelattentat, wollte ich halt meinen schlechter Skill ausprobieren. Ja, damit das klar ist einfach. Der Schlechter aus dem Harz. Man kennt ihn, ne? Aus dem Harzkreis, aus Diablo, so viele Möglichkeiten. Oh, moin. Och Mann, ihr reagiert immer zu schnell. Ich bin gar nicht so fix. Ich muss vielleicht auch öfter das Adlerauge benutzen, aber macht auch erst richtig Sinn, wenn wir den Wallhack mitgeskillt haben. Na, belassen. Belassen. Sound gemutet, das erste, was ich höre, ist räudig und geil. So wollen wir das doch haben, oder? Da fühlt man sich gleich wieder heimisch. Wir gucken mal, ob wir noch was Cooles sehen können. Hier vielleicht auch oben mal lunzen. Nein, es ist nur ein Backsteinmauerwerk. Leckere Sache. Ich frage mich auch, ob es Sinn machen würde, so eine Leiche mal mitzunehmen, aber warum? Die Leute haben auch so vor einen Schiss. Dreht er sich mit uns? Turn around, baby. Show me your face. Geiler Typ, Mann. Ja, sorry, dass ich berührt habe. Gottes Willen, ist ja wie meine Katze. Ja, nicht berühren. Nicht berühren. Guten Tag, die Herrin. Ich grüße Sie recht herzlich. Oh. Cool, finde ich nice. Finde ich nice, auf jeden Fall. Backsteinmauerwerk. Ich hoffe nicht, dass wir gleich durch die Wall glitche und so weiter. Macht Spaß bis jetzt. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also es wird eine ganze Weile dauern, bis ich mit dem Parcours gelöt und mit dem Schleichen und Assassinieren und hin und her gelöt richtig warm werde. Das war ja auch bei Herr der Ringe so, ne? Das wird vermutlich auch so bleiben, weil wir es ja nicht in kurzen Abständen hintereinander spielen. Aber an sich macht es erstmal mega Laune. Setting gefällt mir, Charaktere, Stimmung, Musik, das ist alles erstmal eine gute Sache. So, Wasserlevel. Ja, hoffentlich sind ja Haie in dem lauter Wasser. Genau, das war eine komplett geile grammatikalische Superleistung wieder von meinem Gehirn. Hier können wir schön parkourieren, nehme ich an. Ja, habe ich angenommen. Ich dachte, ich kann mich jetzt da... Muss ich schwingen? Oh! Hey, guck mal, der Assassinenmeister hier, ne? In-game, Freunde. Wahnsinn. Okay, dann stealthen wir jetzt hier durch diesen schönen Untergrund. Kurz zum Grafikgekrissel. Es liegt an Assassin's Creed, nicht an dir. Kann man auf der höchsten Stufe haben, sobald schlechtes Wetter ist oder es dazu kommt, kommt das eben so, aber es passt trotzdem. Also man kann sich anstellen. Ja gut, das hat zum Glück, glaube ich, gerade keiner getan. Aber ja, Freunde, danke für die Infos. Wie gesagt, das kann ich auch nur zu einem gewissen Rahmen immer testen. Ne? Von daher, optimieren kann man immer. Optimieren kann man immer. Ich danke euch für die Hinweise. So. Ich finde auch das Wasser ganz cool eigentlich. Ne? Ist jetzt nicht so richtiges Kackwasser in diesem Sinne. Muss ich mich wieder hier? Nee. Warte mal. Mit E? So, runter. Wie komme ich denn auf das Rohr? Wie komme ich nur an diese Kinder ran? Würde Eric Cartman jetzt sagen. Parcours nach unten. E. Ja, ab dafür. Weiter. Nee, so. Das war eigentlich nicht der Plan, aber okay, hätte ich gewusst, dass ich auch schwimmen kann, dann hätte ich mich vielleicht auch nicht so angestellt. Wieder was gelernt. Ich dachte, ich darf nicht ins Wasser, weil ich dann ertrinke oder so. Deswegen habe ich so getryhardet, darüber zu springen.
Ach Mann, aber okay, als Assassine kann man auch schwimmen. Wer hätte es gedacht? Mind ist gleich blown. Mind ist gleich blown. Ach Mann. So, einmal rüber. Einmal hoch. Da ist eine Ratte. Oh, eine süße schlafende Ratte. Nee, die ist tot, oder? Ja, die ist tot. Okay, wir können sogar durch sie durchwerfen. Es ist eine sogenannte Geisterratte. Hat die zwei Köpfe? Nee. Da steckt ein Messer in der Ratte. Freunde, irgendwer ist hier runtergekommen, hat die Ratte gemessert. Wenn wir den finden, dem wird's nicht gut ergehen in meiner Gesellschaft. Das kann ich schon mal ankündigen. Aua, aua. Aua, aua. So. Ich denke immer, dass wir hier auch eine Kiste haben. Die übersehe ich sehr, sehr gerne. Aber nein, deswegen... Ich bin, glaube ich, auch noch ein bisschen sehr langsam. Alter, was? Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Okay. Habe ich nicht so ein geiles Gefühl, irgendwie Luftattentat verüben? Okay, wir gucken mal, ob wir hochkommen. Ich hoffe, wir haben nicht sowas wie Mission auf Zeit oder so. Da bin ich noch beschissener als ohnehin schon. Aber wir müssen ja auch generell erstmal rüberkommen, wie es aussieht. Ne? Das scheint ja gar nicht so einfach zu sein. Da unten ist eine Tür. Oben geht es aber auch lang. Hier über die Kette müsste doch gehen, oder? So, komm, einmal Schwingi mache ich hier. Na, Schwingi. Schwingi mal. Falsche Richtung. So, da jetzt Schwingi mache ich. So, ja, und ab dafür. Sehr gut. Gucke, langsam werden wir warm hier, wir beide. Einwandfrei. So, Kapuze auf. Wir sind ein Assassine. Oder machen wir hier mal Nummer 1 eben. Ganz Alter, wir haben ihn einfach in die Eier getreten. Das gibt's ja gar nicht. Mit unserer Faust. Wir haben ihn mit der Faust getreten. So belassen, Mann. So, wie soll ich denn da hochkommen, ohne zu verbritzeldingsenlitzen? Ich scheiß, glaube ich, auf das Bonusziel. Und ich werfe ihm einfach ein Messer in die Fresse. Das ist, glaube ich, eher mein Lifestyle. Mal gucken, das könnte doch sogar von hier klappen, oder? Könnte das nicht gehen? Der wird doch jetzt nicht hinter dieser Säule stehen bleiben so lang, oder? Da werde ich es nicht durchwerfen können. Komm, bewege dich. Ja, lauf ein Stück. Lauf ein Stück, es ist so ein schöner Tag, Junge. Bam. Oh. Der Assassine, Boys. Obacht. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu wenden, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Lull. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ja. Ein Andenken. Stimmt, ne? Er ist Wissenschaftler und glaubt an Gott. Crazy. Crazy. Wow, 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 ey, ich hab mich gerade am Bart gekratzt, Mann. Das ist gar nicht nett. Auf einmal geht's hier komplett nach vorne. Okay. Oh, wow, 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 ja, oh, hoppla. Oh, nee. Oh, nein. Das war, glaube ich, jetzt nicht so gut. Oh. Ja, das war jetzt aber auch ein bisschen unerwartet. Also, komm, ich dachte, jetzt kommt wieder schöne Sequenz hier. Und jetzt bin ich im Himmel, ne? Jetzt bin ich einfach im Himmel. Würdest du dir ein Bart abrasieren, würde das nicht passieren? Dann wäre ich allerdings schon tot. Dann wäre ich schon tot. Okay, so, wir probieren das nochmal hier. Komm, komm, hier, über den Kasten, schnell, andere Richtung. Ja, so, hoch jetzt, hoch jetzt, hoch jetzt. Freunde, ich glaube, ich bin, glaube ich, nicht an der richtigen Stelle, oder? Kann das sein? Ich würde gerne über diesen Kasten springen, aber ich glaube... Das soll ich gar nicht. Vielleicht müssen wir auch da über diese Walze, ist die deswegen im Bild? Mal gucken, ich hasse Sachen auf Zeit. Deswegen kann ich auch keinen Plus machen. Big Horny Pope, Alter. Ganzes Jahr, oder? Crazy Stuff, ich danke dir. Für deinen Support. Geile Sache. So, wir probieren das nochmal. Wir gehen jetzt mal links lang. So, Freunde, man muss auch manchmal links lang gehen. Ihr wisst, ich bin Ostdeutscher, deswegen ist das für mich immer erstmal Neuland, so eine Option. So, come on, let's go hier jetzt. Das war eben, war das nur Amateurwerk. Das war nur für den Vorführeffekt. Damit es nicht so aussieht, als wäre ich Perfektion pur in diesem Game. Oh, ich lebe noch. Haha, das wusste ich natürlich. Kein Problem. So, unterqueren. Oh, nein. Nein. Unterqueren. Wie? Was? So. Das war richtig knapp.
Oh. Das war reichlich knapp. Super easy, also da kann man sich jetzt streiten. Also ich fand, das war jetzt eigentlich gar kein Problem. Insofern, tolles Experiment. Gerne wieder. Oh, das erinnert mich an Lara Croft hier gerade. Da waren auch immer solche Elemente und dann kamen Skorpione von oben heruntergeregnet oder so. Okay, so. Da sind wir wieder. Hallo. Alter. Junge. Bundeswehrübung. Der Bolias Lifestyle. Sehr schön, okay. Oder Resident Evil. Ja, oh, Schmelke, Gottes Willen mit den Käfern, ne? Und der Mutti auch. Oh, das war auch so schlimm. Oh, ne, da kommt doch jetzt was, oder? Jetzt komm! Oh, doch nicht. Okay. Okay, wieder runter. Hier kommt doch gleich was, verarsch mich doch nicht. Gleich kommt irgendein Dead Space Alien oder so und will mich angreifen. Stromkabel, Vorsicht. Oh, gucke hier. Oberschenkelmuskeln. Sehr gut. Hallo, da sind wir. Geil. Ein einfacher Plan. Ja, also hier Bonusziele und Herausforderungen, das ist natürlich, das ist natürlich easy game. Das ist natürlich easy game. Ich komme vorbei und dann darfst du Hand an mir anlegen. Ich weiß schon, warum ich es eben nicht mitgelesen habe. Wir fahren fort und vielleicht demnächst sogar BMW oder Audi. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Wow. Aragorn. Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob. Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. So ein Zufall, dass der Zug gerade kam. Ubisoft präsentiert Zugfahrsimulator Assassin's Creed Syndicate Miau Miau. Oh, ich finde das schön. Ich liebe diese Zeit. Oh. Ich weiß, das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie.
Bewegung! Ups. Fangt sie ein! Okay. Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Cool. Danke. Ja, ich finde das auch mal ein bisschen strange, so mit den Zeiten hin und her. Kann ganz cool sein. Kann ich auch komplett rausreißen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt wohl. Whitechapel, London. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Gamescom. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Der hat bestimmt nichts geklaut oder so. Hey, ah, ja. Komm zurück, du räudiger Langfinger! Du räudiger Langfinger! Erstmal Kinder vermöbeln. Oh. Doch nicht? Doch. Oh nein! Oh, ich bin doch jetzt gar nicht mehr warm gemacht hier, meine Güte. Ja, also das ist so dieses Geschichtsprogramm, wo du dich quasi gedanklich synchronisierst und dann einen alten, verstorbenen Charakter entsprechend spielen kannst quasi. Ne? Deswegen ist das so eine Mischung aus alt und neu oft. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ich hab dich, du Ratte, bleib stehen. No, wo springe ich denn lang? Oh nein, dieses miese Kind. Dieses miese Kind. Ich muss den bestimmt auch gar nicht kriegen, oder? Der bringt mich nur irgendwo hin und ich werde gleich aufgehalten oder so von irgendwelchen fiesen, fetten Trunkenbolden. Junge, als ob das Kind so schnell ist. Ich bin ein verdammter Assassine. Nein, du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Servus. Ihr seid in unserem Gebiet. Ah, das sind jetzt die Boys von dieser Gang, oder? Ich weiß nicht, die haben auch schon wieder rote Jacken. Die haben alle rote Jacken hier irgendwie. Alles, was rot ist, ist böse. Reflexschuss war eben angezeigt. Zack. Kann ich das bei dem auch machen? Nein. Okay. Bin mir sehr unsicher gerade. Bam. Ah, deswegen. Nice. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Ja, war ja erstmal nicht schlecht. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir im Aussichtspunkt. Wirf ein Messer. Vor allem, ich loote und sie rennt schon los, oder was? Alter, ich raste aus. Genauso DNA-Erinnerungen, habt ihr gesagt. Genau, so heißt das. Also... Ich loote da in Ruhe und die rennt los. Also das ist, ich werfe hier auch gleich ein Messer in die Beine. Dann bin ich Erster. Was ist hier los? Moin, Kinderarbeitsbrigade, man kennt es. Ist das jetzt London oder Indien? Man kann sich nicht so sicher sein. Ey, das ist, hallo, von unserer körperlichen Konstitution bin ich als Mann bestimmt viel schneller gleich oben, ne? So, guck mal, du hast keine Chance, Alter. Fuck, die ist doch schneller da, das ist links, ne? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Also sie hat es noch nicht berührt, Erster. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk. Die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Wow. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also,
Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Ja, im Grunde das HD-Furorion-Modell, ne, Thoratin? Hallöchen. Den besten Überblick über eine Landschaft hat man von oben. Echt? Ey, das ist ja richtig gebildeter hier. Überblick hat man von oben. Ach so, sag das doch, Mensch. Es muss einem ja auch erstmal mitgeteilt werden hier. Aber, oh Gottes Willen, das ist ein großer Schornstein, Freunde. Ein sehr, sehr großer Schornstein. Aber das ist natürlich nichts, mit dem wir uns nicht auskennen würden. Viele Sachen sind hart und gerecht, deswegen ist das auch gar kein Problem für uns hier. 7 Stunden lang Shift und Leertaste zu drücken. Der schwarze Prinz ist überall, ne? So ist es. So, ich bin oben. Achso, ich muss... Wetten, du traust dir dich auf den Schornstein zu klettern. Wetten, du traust dir dich auf die Holzlatte, die mit Uhu-Kleber dran geklebt ist, dann drauf zu gehen. So, synchronisieren. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Cool. Dirty Nerdy, 6 Monate, dankeschön. Oha. Jetzt zieht unten einer den Karren weg, so im letzten Moment. Komm, wir gehen in mein Geschäft. Ja, noch lache ich. So, jetzt bin ich nämlich dran. Schauen wir mal. Das war, genau, Schiff WE, Junge. RIP. Ah, dieser Adler-Sound auch dabei, ne? Ja, da war das Heu ein bisschen zu wenig. Blöd gelaufen. Schön. Blackdrift, hi. Grüße, Grüße. Das knistert zwischen den beiden. Was macht sie denn hier eigentlich mit ihrer Schaufel? Was macht sie da rein? Ach, Erde. Ach, schön, ja Mensch. Einmal ein bisschen Erde schüppeln. Ja, einer muss es machen. Ja? Einer muss es machen. Wie im echten Leben. Ja, im Grunde Weg zur Uni. Ja, das kennen viele da oben so auf dem Turm zu wohnen. Studentenbutze, ja. Warmmiete in München 7000 Euro. Ja? Und dann ist das eben der Weg nach unten. Fahrstuhl gibt's auch nicht. Ja, das ist so. Das ist so, das ist so. Münchner Studenten werden das kennen. Ich soll folgen, möglichst unauffällig. Das ist schön. Ich mag diese Zeit. Ich finde, ich kann es so immer wieder sagen. Ich finde das unglaublich stilvoll. Ich rede über Stile. Von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Mann. Der sieht diese wichtig. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, aus. Ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Oh, tada. Dickens! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Ah, Dickens, Junge. Große Erwartungen. Vorsicht vor dem wahren Leben. Großartig. Wir kennen die South Park-Folge natürlich. Wir... Oh, oh, das ist nicht euer Ernst. Wir müssen sie von Green weglocken. Okay. Das gibt Ärger. Du Sau! Weg hier aus Zebrastreifen! Bam, Junge. Ich weiß noch nicht genau, was ich tue, aber wir geben einfach mal weg hier, Junge. Ja, GTA, Freunde.
GTA San Andreas wieder richtig am Stissel. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig hier jetzt, Freunde. Ruhig Blut, Tiberius. So, wir machen Rückwärtsgang hier eben. Ja, hallo. Kommt mal bitte klar hier mit euch. Ey, Junge, was ist denn mit euch? Also, wirklich. Parkverbot. Junge, was ist denn sein Problem? Ja, super. Ich konnte halt nichts machen. Ey, die können mich doch nicht einfach eine Kutsche setzen. Was war das für ein ruhig Brauner? Alter, was war da denn los? Um Gottes Willen, nochmal bitte. Da sitze ich in der Kutsche oder was? Ey, wirklich, voll. Dann noch mit Gangschaltung. Ne? Das geht, so geht's gar nicht. So geht's gar nicht. Habt ihr gesehen, dass ich selbst ohne Smartphone in jemanden reingelaufen bin und gleichzeitig auch noch so einen Straßenpodder hier mitgenommen habe? Ne? Das liegt gar nicht an den Smartphones. Man ist einfach nur total bescheuert. So. Wir müssen sie von Green weglocken. Ja, locken wir sie weg am besten. Habe ich noch irgendwas? Nein, ich habe nur Rammen mit links. Ah ja, da rastet mein Pferd halt ein bisschen aus. Okay. Ja, aber... Bam, Junge. Bam. Oh. Okay. Das hat schon mal deutlich besser funktioniert als eben. F-Reflexschuss auf hervorgehobene Gegner. Ja, warum mache ich den denn da nicht? Jetzt hier. So, komm, weg mit dem da. Meine Fresse. Auf Wiedersehen. So, Junge. Schön. Und Rückwärtsgang. Komm, düt. 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 So, guck mal hier. Schön das Pferd einmal, Junge. Bam. Zack, zerab. Und weg hier. Beschleunigen. Ab dafür. Wir brauchen den Hund. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwesterherz. Ja, also, hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, so. Oh! Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starre kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht was sagen. Junge, was hier abgeht! So, moin, da sind wir. Wie steige ich denn aus? Hier ist mein Parkplatz, Junge. Fahren Sie hier raus. Bam, bam. Alter, was soll denn die Scheiße? So, wir gehen in den Laden, Mann. Lil Moon, 20 Monate. Haben Sie sie abgeschüttelt? Danke. Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Noch. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. So wird in Berlin geparkt. Schön die Gun direkt. Steven, hi. Grüße. Schmero auch da. Grüße, grüße. Irgendwo, wo es grün ist. Ja, war ja jetzt, Freunde, also eine meiner leichtesten Übungen mit so einer Kutsche, oder? Es war total dran gewöhnt. Steuerung läuft und so weiter. Grüne Plakette am Pferd. Kein Problem. Nolo Godo, hi. Gut, hätten wir das auch. Sehr cool. Gefällt mir auch sehr gut hier. Sehr stylisch alles. Nee, wisst ihr, ich mag diese Zeit. Werde das auch pro Stream ca. 20 Mal erwähnen. Klasse. Drücken Sie Tabulator, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Okay. Ja, wird bestimmt ein sauberes, einfaches... Unterfangen. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. So, ich darf jetzt ein Ziel aussuchen, oder was? Whitechapel, da sind wir ja momentan. Das ist der Bezirk hier mit dem A. Junge, da sind aber einige Sachen hier auch, ne? Crazy Shit, was haben wir denn hier? Was haben wir denn für Missionen? Was ist da denn? Die Suche nach dem Straßenkind. Empfohlenes Level 2. Das klingt doch erstmal ganz gut. Und was ist hier? Abeline nehmen wir an. Okay, Sequenz 3 ist eigentlich relativ latte, wo wir anfangen, oder? Da hinten blinkt, das ist sicherlich der Templer-Typ. Harold Drake, okay, Templerjagd, ja.
Und das Symbol ist Gangquartier. Ja, gut, wollen wir erstmal das Kind suchen? Wir suchen jetzt erstmal das Kind vorne, weil Kinder sind die Zukunft. Ja, denkt an die Kinder. Kinder sind wichtig, so. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Okay, hast du heute zufällig schlecht geträumt? Nee, bisher nicht. Was gibt dir Anlass, das zu denken? Vielleicht penne ich gleich ein. Ich weiß nicht, Charaktere wechseln. Drücken Sie Escape, um das Hauptmenü zu öffnen und dann C, um zwischen Ivy und Jakob zu wechseln. Ivy bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jakob eher auf Konfrontation aus ist. Welcher könnte besser zu meinem Spielstil passen? Ich weiß es nicht. Ivy und Jakob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Mega cooles Prinzip, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, ja, wir bleiben natürlich bei Jakob. Ja, ist natürlich völlig logisch. Und wir gucken mal eben wegen... Es ist auch bei Tabulator, wir können sicherlich skillen, oder? Bezirke, Sympathisanten. Ach, guck mal, man kann das alles umschalten hier auch, je nachdem. Cool, okay, das ist good to know. Das ist good to know. Aber wie zum Teufel habe ich denn jetzt, wenn das über Escape, Inventarfähigkeiten. Jawohl, gucken wir mal. Wir haben nämlich 4 Punkte, Leute. Wir haben 4 Punkte. Was ist das hier? Warum ist da noch ein Strich? Achso, weil man das weiter skillen kann quasi, oder wie? Oder weil das neu ist, Raser? Achso, weil wir es einfach noch nicht angeklickt haben, ne? Wenn wir es noch nicht angeklickt haben, dann müssen wir das nochmal so markieren, dann ist es nicht mehr neu. Okay. Ja, wir wollten auf jeden Fall Leben mitnehmen. Ich glaube, das ist mit am sinnvollsten für alles, was wir tun. Bestätigen. Jawohl. Wir kaufen einen Gesundheitsboost, ist eine gute Sache. Und dann fand ich hier drüben ja noch irgendwas ganz interessant. Adlerauge, Plünderer, mehr Materialien. Ne, hier Autoloot, Beute-Takedown, genau. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch. Dann sparen wir uns das Looten. Ganz wichtig für Streamprojekte, dass wir nicht jedes Mal 700 Stunden noch extra looten müssen. Schlösser knacken nehmen wir auch gleich mal noch mit. So. Einwandfreie Sache. Dann können wir da auch einiges basteln. Neues Level erreicht. Ey, Level 2. Was geht? Was geht, was geht, was geht? Sehr gute Sache. Und jetzt können wir hier schon in die nächsten rein. Was haben wir da? Verteidigung. Das kostet natürlich 2. Ah, das ist alles ein bisschen teurer, ne? Das ist alles teurer. Schleichwerte verbessern. Schlösser knacken. Konterboost. Okay. Da haben wir dann auch mehr ins Maul. Unaufhaltsam. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut. Schlechter 1 haben... Warte, haben wir schlechter 1 nicht? Oder kann man das jetzt echt nochmal verbessern, bis das so orange ist? Hä, das habe ich doch vorhin gekauft, oder habe ich das geträumt? Bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Bin gerade irgendwie verwirrt. Oder hat das nicht gespeichert, weil wir tot waren? Hä? Oder habe ich nur 1 gekauft? Ach so, das... okay, ja, macht Sinn. Das war auf der anderen. Okay, ja, macht Sinn. Habe ich ja eben gelesen. Gott, bin ich wieder bescheuert. Seht ihr, darum machen wir das zusammen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Richtig. Richtig, richtig. Okay, ja gut, dann... Aber gut, dass ich nochmal geguckt habe gerade. Sonst hätten wir hier jetzt ja ganz lustige Sachen auch zusammengeskillt. Inventar, schauen wir mal. Waffen. Aktuelle Waffe, Novizenschlagring. Da haben wir bestimmt schon was Cooleres, oder? Kann ich mit ihm auch... Oh, okay, mit ihm könnte ich auch hier so ein Stabmesser gelötet nehmen. Hier können wir uns auch neue Sachen kaufen, die können wir nur herstellen. Okay, okay, okay. Was ist damit? Liebkosung der Alten. Des Alten. Okay, ja, cool, cooles System. Und sicherlich haben wir auch nur da neue Sachen, wo es schon ein Ausrufezeichen hat, oder? Nicht mal das. Okay, aber hier haben wir was Neues. Was ist da? Novizengürtel, den haben wir. Das kostet aber auch Kohle, oder was? Das verbessern dann jeweils. Ausrüsten können wir so. Upgraden müssen wir jedes Mal nochmal extra. Okay. Okay, okay. Gürtel, ja, den hatte ich ja eben gemacht, oder nicht? Warum ist das Ausrufezeichen noch da? Und Montur haben wir unser einfach Jakob. Und hier unten haben wir die Lumpen der Kreatur. Okay, meine Gestalt war abstoßend und riesengroß. Was hatte das zu bedeuten? Wer war ich? Was war ich? Mary Shelley, Frankenstein oder der moderne Prometheus? Okay, finde ich jetzt irgendwie nicht sonderlich schicker oder so als das hier. Nimmt sie nicht so viel, ne? Nimmt sie nicht so viel. Was haben wir hier noch? Revolverheld, Naturbursche, Blackguard, Meisterassassine. Oh, in den Farben. Das ist natürlich super nice. Oh, und der Klassiker. Cool. Sehr, sehr cool. Ja gut, aber davon können wir logischerweise jetzt in den ersten Spielstunden noch nicht so viel freischalten. Na, die haben gleiche Fähigkeitspunkte und so, aber du kannst unterschiedlich skillen. Das ist natürlich auch nice und das macht ja dann auch Sinn, ne, wenn man das auf den beiden mit unterschiedlichen Stilen
kombinieren kann. Ja, Alter. Holla, seht ihr, was ich auch sehe? Junge. Big Mama. Wow, okay. Okay, why not? So, wir haben hier sicherlich eine Kutsche, um schnell Richtung Kind zu fahren, oder? Fahren, so. Gucken wir mal. Einwandfrei. Und da hier mit dem Pferd, komm, Galoppa. Wir sind jetzt hier im Straßenverkehr. Wir müssen hier so ein bisschen auch natürlich die Regeln beachten. Drachenlord, weiß ich nicht, ob der hier schon so aktiv war. Ja, das war eine lange Fahrt. Wir parken. Ja, warte nur, bis ich da bin, ne? Ich will aber nichts mit dir zu tun haben. Lass mich, ich hasse dich. So, bleib da stehen und nimm meine Kutsche oder so. Warum denn? Ich hasse fette Menschen. Oh, hier steht ja auch schon einer wieder. Moin, ich grüße Sie. Oh. Hm, war das jetzt gut? Das werden wir gleich sehen, vermutlich. Das sehen wir gleich, wie gut das war. Komm, Leertaste und dann hier bam, badam, dam, zack. Und auf Wiedersehen. So, verabschiedet euch. Ich wollte mich nicht schon wieder kloppen, aber ich wurde dazu gezwungen von denen. Sie hat sich vor dem Hut erschrocken. Bam, Junge. Na, willst du noch einen? Was denn jetzt? Was ist das für eine Pose? King Kong-Modus oder was? Um Gottes Willen. Oh, die Polizei. Oh nein, die Polente. Um Gottes Willen. Nee, nee, Freunde. Mit Kopf kloppen ist nie richtig gut. Komm, du kriegst ein paar Kopfnüsse und dann bin ich... Ich bin leider verhindert. Ich bin ganz woanders jetzt. So, wir ducken uns mal. Ja, das mit dem Kind hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe eventuell ein bisschen unterschätzt, dass wir an jeder Ecke und Kante irgendwie angegriffen werden können. Herr Officer, es ist alles in Ordnung. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Genau, das waren die Kopfnüsse. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Ich hoffe, wir kommen hier gleich in irgendeine Gasse, weil die verfolgen uns recht gezielt. Das gibt mir... Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Das gibt mir etwas zu denken. Deswegen flüchten wir jetzt hier in diese Gasse und werden uns dann hier bestimmt noch irgendwo verstecken können. So, moin, Kinderlein, hallo. Ich grüße euch. So, alles ist cool. Alles ist cool. Wir werden auch gar nicht mehr gesucht. Kein Problem, Mann. Überhaupt kein Problem. Auch zum Kindskönig. Och, ja, Mensch, hallo. Ja, sorry, wenn man hier so irgendwie die ganze Tür einnimmt. Kann ich das auch nicht ändern. Hier hängt die Wäsche. Hier wird gestritten. Oh, servus. Guten Tag. Ja, Mensch, mit dir... Du hängst da in deinem Waschtrog mit deinem Kleid. Das ist doch auch nicht richtig. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Freunde, was wird denn hier alles gewaschen? Wir haben Laken. Wir haben T-Shirts und Handtücher und Hosen. Hier wird ja alles gewaschen, hör mal. Guck mal, und so toll, oder? Sieht gar nicht verkeimt aus. Das ist ja ein Träumchen, liebe Leute. Ein wahres, wahres Träumchen. So, da ist anscheinend unser Eingang, Mittelsmann oder wer auch immer. Da tänzeln wir mal hier schön auf den Zaun. Und dann gehen wir hier zur Seite. Oh, hüpfen runter. Guten Tag, die Suche nach dem Straßenkind, da sind wir. Moin. Dich kenne ich doch irgendwoher, kann das sein? So ein Allerweltsgesicht, ne? Jacob und Ivy suchen nach der schwer auffindbaren Clara O'Day. Na, es fühlt mich so ein bisschen wie Wahres momentan, die Vögelchen. Vorhin war so 1868 rum, so diese Jahre wird das sein. Spielen. Wir spielen. Oh, die Zeit, sie rennt, Freunde. So fühle ich mich immer, wenn der Monat anfängt. Der Zeitraffer. Oha. Sehr schwer zu finden gewesen. Wie sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon, Ellie. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Juhu, wir haben jetzt auch Krätze. Jo, war klasse. Ganz schön aufgeweckt, die Kleine. Und ich habe mein Geld wieder bekommen. Das ist ja super nett, ey. Das ist super nett. Was passiert, wenn ich da jetzt eine Rauchbombe reinwerfe? Oh ja, Wien, wirf bitte nicht mit deiner Kacke nach mir. Bitte wirf nicht. Ich habe eine neue Schürze an, Junge. Geil, die Synchros hier. Ich feiere das auf jeden Fall. Diese miesen mit Kacke werfenden Kinder. Ich konnte die echt noch nie leiden. Syphrax, hallöchen.
Grüße. Gut, dann retten wir jetzt einfach Kinder. Du, ja, warum nicht, oder? Oh, guck mal, schön hier, Junge, das Holz und die Fenster. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Zeit sehr mag? Ich glaube nicht, darum tue ich es einfach nochmal. Über die Dächer, Jeanne d'Arc Style. Ach, da unten sind wir schon. Mann, ich dachte, ich kann jetzt hier meine coolen Parkourkünste auspacken. Und dann ist es hier so ein lächerliches Schickimicki-Larifari, wisst ihr? Das ist auch nicht das Wahre. So. Da sind schon mal böse Leute. Das ist nicht so gut. Kinderbefreiung. Infiltrieren Sie die Fabrik und retten Sie die Kinder aus den menschenunwürdigen Bedingungen. Befreite Kinder können Sie mit seltenen Herstellungsmaterialien versorgen. Mit was denn? Mit Kinderblut oder Rückenmark oder was? Seltene Materialien, die nur Kinder haben. Okay, sehr seltsam. Sehr seltsam. Willst du die Fabrik einbrechen und den Kindern ihre Lebensgrundlage rauben? So einer bin ich, ne? So einer bin ich. Ich slide hier rüber. Wir gucken erstmal von oben. Wir haben ja gelernt im Tutorial, von oben gibt es viele, viele schöne Sachen. Oh, ich mag das Design. Ich mag auch wirklich die Grafik. Blyders Territorium. Das war diese Gang, ne? Nicht unsere Gang, sondern die fiese Gang. Die gemeine. Voller böser, böser Menschen. Da ganz hoch hat sicherlich nicht so den Sinn. Ein Fenster scheint hier oben jetzt auch nicht offen zu sein. Das ist sehr schade. Aber wir können hier zumindest schon mal gucken. Ich erinnere mich, liebe Leute, das werden die wenigsten noch kennen, aber ein ganz altes PlayStation Spider-Man-Spiel. Ich glaube sogar noch für die PS1, wo auch eine der ersten Missionen war, wer war es denn? War es Venom schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Geiseln genommen hat. Und man musste die Geiseln retten und musste dann auch so am Dach rum und aufpassen, dass die Geiseln nicht erschossen werden. Und es war so super schwer, weil du konntest gerade so die Basics in dem Game und dann musstest du aufpassen, dass du nicht erwischt wirst. Du müsstest Leute, musstest die auch entsprechend assassinieren und so. Und du musstest dann die Geiseln auch noch eskortieren, wenn du eine befreit hast, den Eingang lang. Das war so hardcore, das habe ich einfach immer nicht geschafft. So. Ja, wie machen wir das jetzt? Kommt er jetzt her? Kann ich den herlocken oder so? Wir konnten ja vorhin auch pfeifen, ne? Ich möchte ihn jetzt nicht direkt in die Fresse schießen. Aber vielleicht kann ich ihm in die Fresse werfen. Servus. Ja, also. Hallo. Na, habt ihr Vater-Sohn-Tag oder so? Oh, sind aber einige Söhne hier, Junge. Verhütung haben sie noch nicht so. Verhütung, Feierabend vorne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, das war ehrlich gesagt einfacher als gedacht. Aber wer weiß, was noch vor uns liegt. Mal gucken. T ist Pfeifen. Ja, T wie Pfeifen, ne? Mal gucken. Dankeschön. Vorsicht, Hinweis. Ist das auch ein Böser? Nee, der nagelt da nur sein Fass zusammen. Dann gucken wir mal. Wie er liegt weit hinter dem Säufer. Vor allem mal mitmachen, nicht nur gucken hier bei der Kinderarbeit. Das würde auch ganz gut funktionieren hier. Mein lieber Freund, ne? Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, oder nicht für dich? Zack, auf Wiedersehen hier. Meine Güte. So. Liebe Leute. Ihr seid freie Kinder. Ihr müsst nicht mehr die schmutzige Wäsche schrubben. Wieso redet der eine Deutsch und die anderen Englisch? Was seid ihr denn für ein munterer Haufen hier? Passen Sie auf den Großen auf. Ja, ich habe wieder Hosenstall aufgelassen. Das ist belastend. Das ist die Alarmglocke hier. Ah ja. Okay, so ein Ding. Haha, he's too big to hide proper. Ich bin ein dummes Kind. Cool, was machst du mit deinem Besen? Alter! Er hat den Besen mit einer Kopfnuss zu Boden geschickt. Ehrenmann, das ist ein sehr, sehr krasser Kämpfer. So, die stehen hier alle so, als wären sie böse, aber das sind sie irgendwie nicht. Das verwirrt mich ein bisschen. Kinderarbeit abschaffen, gefährdet bestimmt Arbeitsplätze. Auf jeden Fall, ne? Wer soll morgens die Brote backen und so weiter? Liebe Leute, da muss man auch entsprechend aufpassen. So, oh, da haben wir schon Mr. Evil. Hier haben wir mehrere böse Gesellen. Identifizieren, G. Auch mit Hut. Vorteil. Anführer sind wichtige Figuren in jedem Plan und sind stärker als andere Gegner. Wenn sie mit einem Schleichkill getötet werden, bekommen Gegner in der Nähe Angst und fliehen aus dem Gebiet. Der Anführer eines Gebietes, den Anführer mit eines Gebietes mit einem Schleichkill zu töten, das kann dann Gegner auch in der Nähe in Angst versetzen. Ich habe den Satz einfach nicht mehr hinbekommen, ne? Zweimal verschissen, Junge, und das war's dann. Okay, mit einem Schleichkill. Messer werfen mit einem Header ist nicht direkt auch ein Schleichkill, oder? Das wird schon anders gewertet, könnte ich mir vorstellen. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie wir da jetzt vorgehen. Weil rüber komme ich, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Vielleicht warten, bis er nochmal umdreht. Dann da rüber springen und dann schön von hinten zack, zack. Wisst ihr, wie ich meine? Ich dachte immer, man soll die Glocke aktivieren. Ja, wenn man so auf pures Gemetzel steht, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Aber an und für sich halte ich das doch für recht schwierig. Wenn wir den jetzt stealth killen, dann hauen die anderen alle ab, wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen, probieren wir mal unser Schlechtestes und gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zack, so.
Ja, da guckt er, war. Ne, die haben das gar nicht mitbekommen. Ist denen voll egal. Du, dann gleiche Rechte für Frauen und so. Auf Wiedersehen. Hoppala. Also das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Also wenn wir Infight gewesen wären, vielleicht mit welchen wären die abgehauen, ne? Aber so, naja, da ist er jetzt halt... Da ist er hin, ne? Du kennst das Gefühl da unten. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Okay. Ja, das, Freunde, das funktioniert gerade besser als erwartet. Das war sehr nett. Die Kinder verstören mich sehr. Sprecht nicht so laut. Das war sehr nett. Voll nett, Mister. Haben Sie einen Pony für mich? Kinder, Junge. Kinder. Props an alle, die Kinder haben. Ne? Wie könnt ihr sowas aushalten, Mann? Wie könnt ihr sowas aushalten? Heil tragen, anzünden? Okay, Molotow-Cocktail. Warum nicht? Ich möchte aber erstmal die anderen Kinder retten, bevor ich sie dann verbrenne und in die Hölle schicke, in die sie gehören. Guten Tag. Ich bin's. Der Assassine hier. Hallo. Zack. Ja, da ist man plötzlich ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Wenn es den Dolch von hinten gibt. Mord und Totschlag, das war sehr nett. Ja, super, danke. Ich bin ja bei dir. Herzlichen Dank, Mister. Junge, die guten Besen. Oh, ist aber auch nicht nett hier. Gute Arbeitsmoral. Und sie werden von Clowns gerettet. Schön. Ja, das war doch ganz gut. Bei Clara, jetzt haben wir zumindest auch hier für das Kind, ja, haben wir reichlich, reichlich gegönnt. Kein Alarm ausgelöst worden. Wenn das nicht komplett Assassinmeister sein Großonkel war, dann kann ich euch auch nicht helfen. Fortsetzen. Schön. Sympathisanten und Loyalität. Finden Sie Sympathisanten in ganz London und helfen Sie ihnen. Wenn Sie Sympathisanten helfen, steigt deren Loyalität den Rooks gegenüber. Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Erstmal ein bisschen gamble, ne? Erstmal ein paar Counter-Strike-Kisten kaufen. Nice. Nice Sache. Okay, fortfahren. Schön. Aber wir kriegen gar keine Abschlusssequenz jetzt dafür, oder was? Oder müssen wir das extra abgeben? Nö, abgeschlossen, Kinderbefreiung. Okay, cool, I guess. Was haben wir denn noch? Was war das hier oben? Das war die Spital Fields, das Gangquartier. Empfohlenes Level 2. Und das hier war Abilene, nehmen wir an. Sequenz 3. Ja, komm, wir machen das. Das ist eh in der Nähe, oder? Sicherlich verkacke ich sowieso und wir rennen dann wieder sonst wohin. Aber ja, schön war es hier in eurer Fabrik. Freunde, das ist jetzt unsere, ne? Das ist jetzt unsere Fabrik. Eiskalt. Gut, wir rennen weiter. Wie geht er denn? Für ihn ist Montag, ne? Für ihn ist einfach Montag. Mensch, Heinz, geht doch nicht so. Ach, es ist Montag. Gabriele, es ist Montag. Den Verbrecher töten. Was ist da denn los, hör mal? Ach, die Verbrecher sogar. Sind zwei. Na ja, dann hier, guck mal. Einmal, zweimal. Oh, das hat gar nicht gesessen. So, Mensch, meine Güte. So schnell kann das gehen. Oh, habt ihr das gesehen? Nochmal die letzte Zuckung. Das war ja aber höchst gefährlich hier, Freunde. Das war höchst gefährlich. Krieg ich jetzt Loot von dir oder so? Hallo, hallo, Herr Gabriel. Sigmar, krieg ich Loot jetzt von dir? Ich hab... Ja, danke, I guess. Okay. Cool. Ja, Freunde, das ist hier kein Problem. Das ist hier jetzt Alltag, weil ich hier unterwegs bin. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das waren böse Leute. Und den klaue ich jetzt noch ihr Geld. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Leute! Leute! Sie finden nichts Besseres! Nice. Sehr nice. Ja, das glaube ich. Das meine ich aber auch, auf jeden Fall. Kohlköpfe, Tomaten, sehr schön. Sellerie, Alter. Mehr Tomaten und Hühner. Sehr gute Sache. Unrealistisch alles. Ich habe gehört, wenn man stirbt, entleert sich der Darm. Möchte bei jedem Kill, dass sich der Darm entleert. Aber dann auch mit so einem heftigen Druck, dass die Leichen erstmal noch einen halben Meter fliegen. Weißt du, wie ich meine? So richtig explosiver Sprühschiss. Bierschiss, sein Vater. Richtig nice. Was ist da? Zivilisten beschützen? Sag mal, die Side-Mission hier, sind wir in Skyrim gelandet, oder was? Moin, hör mal, das geht hier nicht so mit dem Zivilisten. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Das geht so auch nicht weiter. Massenereignis beendet, okay. Ja, immer gern, du. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Ich gehe mal wieder auf die Dächer, ne? Bevor wir hier noch irgendwie wieder in Polizisten oder so reinlaufen. Ich glaube, die sind trotzdem nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Die mögen nämlich Kinderarbeit, die Polizisten. Ein Kill ist ein Forts. Das ist einfach die neue Zusatzwährung. War das überhaupt irgendwo so? War es in dem South Park-Spiel so, dass sie sich eingeschissen haben? Ich glaube auch nicht jedes Mal, ne? Aber das waren ja die, die es immer thematisiert haben. Töten Sie alle Schläger der Blighters, um deren Gangquartier zu erobern und neue Gebiete für die Rooks einzunehmen. Okay, also looten und leveln. Da unten. Eier. Alle eliminieren. Okay, wir könnten ja jetzt erstmal mit Messerchen werfen, oder? Wenn ich nicht ganz blöd mich anstelle, dann könnte ich die doch sogar von ihr headern. Und dich da eigentlich... No, das war das letzte Messer. Oh nein! Das war das letzte Messer. Ach,
Fuck it. Okay, ja, dann gehen wir runter und machen wir das anders. Scheint den ja nicht zu stören, dass wir den umgehauen haben. Shit, hat ihn doch gestört. Das oh nein. Ja, gut. Ein guter Anfang. Ja, ein guter Anfang auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also komm, auf Wiedersehen. Ah, da habe ich keine Messer mehr, Freunde. Ein guter Assassine muss immer auch sein Loot im Auge haben. Ach man, was ist jetzt denn los? Also, hallo, ich darf doch wohl sehr bitten, hier der verprügeln die den ich gerade gerettet habe. Ich glaube, es geht richtig los hier. Liebe Leute, so haben wir nicht gewettet. Kann ich nicht schießen? Nee, kann ich auch nicht. Vorne, alles geht den Bach runter. Aber gut, wir haben jetzt zumindest mal eine zünftige Schlägerei hier mit dabei. Leertaste einmal bitte, sehr schön. Den Kollegen da im Auge behalten. Hat er sich gerade selber die Kehle durchgeschnitten? Eine sehr mystische Kampfanimation hier auch. Bam, in die Fräse und auf Wiedersehen. So. Dass wir uns da richtig verstanden haben. Alter. Okay, die haben jetzt ja... Nee, der lebt noch. Lebst du noch? Steh auf, mein Sohn. Ja, erst das eine Bein. Dann das andere... Oh, also help. Kann ich dir helfen? Weiß ich, wie kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Ich plündere den hier, pass auf. Und dann... weiß ich nicht, vielleicht... Ich habe keine Ahnung, wie soll ich ihm denn helfen? Messer. Kann ich ihn schlagen, boxen, treten, aufhelfen, irgendwas schießen? Nee. Ja, er hat halt Rückenprobleme, ne? Das kommt halt vor mit dem Alter, das ist so. Vielleicht kann ich hier irgendwie hier, warte, Chiropraktikerübungen? Nee, auch nicht. Kann ich ihn mit den Leichen abwerfen? Vielleicht kann er dann aufstehen oder so. Wir probieren das mal. Wir verstecken ihn einfach, ne? Das Problem unter den Teppichkern. Oh, da, so, Freunde. Es kann so einfach sein. Als wäre nichts gewesen, ne? Guck mal. wieso hat das jetzt funktioniert? Helfen Sie mir, ich kann nur wieder meinen Körper spüren, wenn Sie eine Leiche auf mich werfen. Ja, ne Kitty, hallo, kann ich dich streicheln? Guck mal, bin auch eine Raubkatze. Wir beide, oder? Guck mal, sie geht auch hier in Lauermodus. Katze müde, Katze schlafen, sehr cool, da ist ein Huhn. Okay, nice Sache. Ja, boah, ich bin Chiropraktiker auch zu einem gewissen Teil, ne? Ich kann das nur immer wieder sagen. Insofern, wendet euch an mich, wenn ihr Probleme habt. Die hat Angst. Wir gucken mal eben, wo hier noch welche groß unterwegs sind. Ich sehe sie nämlich nicht. Wir haben ja auch schon gut welche platt gemacht, die Hälfte, ne? Die Hälfte ist ja schon hin. Von daher bin ich mir gerade auch gar nicht so sicher, wo jetzt hier die Nächsten sein sollen. Da kriegt auch schon wieder wer auf den Boden. Also, es ist hier, Freunde, das Ambiente, Altonas, oder? Ich grüße dich. Das ist schon ein bisschen seltsam. Da ist irgendein Feuerkorb. Den können wir bestimmt im Zweifelsfall zum Explodieren bringen. Der sieht aus wie ein ehemaliger Mitschüler. Auch vom Körperumfang her. Aber ja, dann gucken wir mal hier in die Butze rein. Die ist ja auch ein Kistensymbol. Mal sehen. Ich glaube, du hast noch nie so trocken Huhn gesagt. Ja, man muss sie auch manchmal hier, ne? Wenn wir auch schon so stealth-mäßig unterwegs sind, dann können wir jetzt nicht rumschreien. Wir haben Chemikalien bekommen. Falls wir unser schönes Londoner Messlabor eröffnen wollen. Oh ja, da sind auch wieder welche. Oh, das ist der Anführer da, ne? Das war doch wieder so ein Anführersymbol. So, guck mal, du kommst hier mit in die Feuerstelle. Und den miesen Sack, den holen wir uns auch gleich noch. So! Sehr schön, das sah doch ganz gut aus. Wer kommt da jetzt noch? Hallöle, Chefsche, bin gerade am Scharubben. So, dann war es das auch mit der. Das sah doch eigentlich erstmal ganz gut aus. Nein, nicht tragen. Ach Mann, nee, die wollte ich gar nicht tragen. Wirklich diesmal nicht. Ach Mann, ja, ich wollte die looten. Ich wollte die doch nur looten und ich durfte nicht. Belastete Sache, belastete Sache. Ein Messlabor, was war da so gemessen? Oh, du, die verschiedensten Sachen. Sicherlich auch Glieder. Auch Glieder, aber nicht nur. Wir sind ja ein, auch nicht nur seltsames Messlabor. Wir machen auch offizielle Anträge. So, wir stellen auch Maßbänder her für die verschiedensten Gebräuchlichkeiten und so, ne? Also das ist kein Problem. Auf Wiedersehen, die Dame. Oder hinten ist der Letzte. Jetzt sehen wir auch alle angezeigt. Das ist viel angenehmer für mich, wenn ich weiß, wo die sind, die ich auch töten muss. Weil ich mir bei dem jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht ganz so sicher bin. Aber, weil wissen wir, er schleppt wieder Frauen ab. Ach, Mann. Ach man, da ist er ja. Hallo. Oh, das war jetzt nicht... Oh, doch. Okay, hat geklappt. Zack. Wir sind fertig. Hey, und wir haben den Chef auch schon massakriert. Schön, das ging. Das ging. Ja, nicht lang fackeln. Und ist das so clever? War hier nicht alles überwiegend aus Holz? Ich meine, hier zum Glück gerade nicht, aber ich meine, so eine brennende Fahne. Naja, gut. Kein Wunder, dass sie unsere Hilfe brauchen. Ne? Sehr schön, hätten wir das auch. Läuft bei uns... Läuft bei uns. Geil. Und das ganz ohne Tode bisher, ne? Ich habe zwar doll ins Maul bekommen, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Aber das gehört auch ein Stück weit dazu. Was willst du machen? Guck mal, das ist hier schon, wie wir den Bezirk schon erobert haben. Guck mal, die Hälfte ist schon unser. Ich meine, es ist überwiegend schon noch ein bisschen rot, aber
jede große Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt in der Regel. Ne? Dann gehen wir jetzt zu Abeline. Abeline, empfohlene Stufe 2. Schön. Was ich gar nicht im Kopf hatte. Oh. Sie scheinen sich für meinen Boss zu interessieren, Mr. Fry. Oh. Oh, Interesse ist untertrieben. Aber Sie reichen fürs Erste. Wie Sie meinen. Oh, oh. Ich muss abhauen, oder? Oder auch nicht? Fuck. Oh nein, wir kämpfen. Sehr gut, das ist mein Fähigkeitspunkt. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich irgendwie keinen Überblick, wie es mit Fähigkeitspunkten und Leveln und so weiter momentan aussieht. Ich glaube, es speichert auch nur automatisch. Ne? Das heißt, wir müssen dann immer gucken, dass ich so ein bisschen plane, dass wenn wir Richtung Streamende gehen, dass ich dann noch eine Mission mache, vielleicht die dann auch schaffbar ist, wo ich nicht 10 Stunden tryharden muss, dass wir dann den Safe-Slot quasi mitnehmen. Ja, das ging jetzt relativ leicht. Und wir können die rekrutieren, dass wir wirklich in GTA, ne? Mit den Gangs wieder rumstehen. Nächste Mission, löscht die Stadt. Ja, Feuerhilfe. Alles brennt, Junge. Wir brauchen wieder mal deine Hilfe. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Man kennt die, da bin ich auch immer gerne mit dabei. Knarre, ein Hakengeschoss. Es scheint so, ne? So ein bisschen mit dem Schwunghaken unterwegs. Ganz gefährlicher Typ. Gut, dass wir den auch zeitnah platt machen werden. So, 2 Missionen haben wir noch für die Eroberung. Die würde ich auch gerne heute schaffen, aber sieht ja zeitlich eigentlich auch noch sehr, sehr gut aus in unseren normalen Parametern. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Junge, wo kletter ich denn jetzt hoch? Hier komme ich doch nie wieder runter. Aber ich wollte ja auf die Dächer. Das habe ich jetzt davon. Ich wollte auf die Dächer. Dann sind wir eben auch oben. Vogel! Ach schön, was sind das für Vögel? Konnt's ja sehen, haben wir Vogelfreunde hier. Schön mit Fernglas irgendwie nicht nur bei den Nachbarn ins Schlafzimmer, sondern auch so ein bisschen in die Vogelnester. Gibt es ja, ne? Schreibe heute echt gut. Schmeckt nicht dein Tag so heute, ne? Es ist auch bald Wochenende, dann wird das alles wieder besser. Dann wird das, warte, nee, Shift WE. So, ab nach unten hier, gucke. Sehr schön, einwandfreie Landung. Taubens waren Drache, ein Huhns. Oh, das sind voll, das sind sehr fachkundige Meinungen. Da kann ich mich gar nicht festlegen. Strauß, finde ich auch sehr gut. Der Londoner Vogelstrauß auf den Dächern. Was macht ihr hier? Ja, das Holz, ne, Erwin. Das sieht ja aus wie Holz für mich. Schreib das mal auf, Heinz. Ich schreib jetzt Holz hin, ne? Warte, ich guck nochmal, ob das Holz ist. Aber hier, für mich, guck mal, das sieht aus wie Holz. Ne? Schreib das mal hin da unten. Holz schreibe ich hin. Ja, Holz schreibe ich, gucke. Und das, was meinst du? Was ist das da drüben? Was das hier ist, weiß ich. Ich guck nochmal hier. Das hier, das sieht aus wie Holz, Junge. Das ist toll. Diese Arbeitergespräche, Freunde. Zum Glück haben wir Facharbeiter. Und zum Glück haben die sich über die Jahre auch nicht weiter verändert. Das ist heute sicherlich immer noch genauso auf den Baustellen. Das können wir uns zumindest denken. Da unten müssen wir hin, da komme ich glaube ich auch hin, oder? Ich und mein Holz, eine Flugrattenpinguin. Kinderpinguin war das. So, dann machen wir uns jetzt, ist das clever nach unten? Ich weiß nicht, da drüben steht auch einer, der macht schon wieder noch komischere Sachen. Seltsamer, der hat zumindest nicht so viel mit Holz zu tun, da habe ich auch weniger Angst. Komm, trau dich doch jetzt, traut er sich nicht, da müssen wir doch runter. Ach Mann, was soll's. Was soll's, kann ich auch von hier da runter? Oder muss ich jetzt echt da? Nein, das geht auch von hier. Okay, dann einmal... Mit dem Adlerschrei. Zack, zerab. Ich bin's, du, Freunde. Keine Sorge, oder können wir hier jetzt wieder hochklettern? Sehr gut. Die hatten Holz auf der Hütte, auf jeden Fall. So oder so ähnlich dürfte das auch beim Flughafen BER zugehen oder zugegangen sein. Das ist leider wahr. Und er? Ach, er spachtelt. Ach, gucke. Ja, hallo. Ja, schön, oder? Das ist noch der Lifestyle hier. Einwandfrei. Einwandfrei, einwandfrei. So, da unten müssen wir hin. Das ist, also ich finde das schön so mit diesem Hoch und Runter, ne? Aber keiner will der Underdog sein. Da ist sie wieder, unsere Schwester. Ich grüße dich. Abeline, nehmen wir an. Die Zwillinge suchen den anderen. Was macht sie da? Ach, sie streckt sich. Oder? Ja, gucke nicht so. Du machst die komischen Bewegungen hier. Die Zwillinge suchen in einer Nebengasse in Whitechapel nach Sergeant Frederick Abeline. Na dann, spielen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Oh, die Zeit rennt wieder. Zeit rennt. Der Big Ben ist am Stizzle. Die zweitgrößte Sache in London. Ich sehe Mr. Abeline nicht. Naja, wir haben es versucht. Ja, Ende. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll Leben des Brian jetzt, oder was? Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Abeline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady.
Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Das ist der Stealth-Experte, ja. Danke für nichts. Der Meister der Verkleidung. 20 von 10, Junge. Ich raff gar nicht, wie wir den überhaupt durchschauen konnten, also. Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Hey, Junge. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Vorsichtig. Boah, krass, oder? Das ist wie dieser Mantel von Harry Potter, dieser Umhang, so. Heftig. Ja, wir sollen die nicht töten, ne? Wir sollen die nicht töten, das war Shaw, genau, das war der Anführer vom SI-7. Kopfgeldjagd. Nehmen Sie das Erinnerungsziel gefangen und bringen Sie es zum Übergabepunkt. Die besten Belohnungen winken, wenn Sie das Ziel lebend abliefern. Die Polizeiüberwachung der Umgebung wird dadurch verringert. Okay, aber dafür brauchen wir den Skillpunkt, oder? Kann das sein? Wir haben ja noch einen. Mal gucken. Gefangene nehmen. Drücken Sie E, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Drücken Sie in der Nähe von Gegnern kurz WASD, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Wenn Sie Shift drücken, fällt es Ihrem Gegner leichter, Sie zu entdecken. Drücken Sie E, um eine gefangene Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Achso, und dann nehmen wir die gefangen, bringen die zu einer Kutsche, stoßen die da quasi rein und fahren die dann mit der Kutsche zum Revier oder so. Okay, das ist der Plan. Mal sehen, ich würde gerne mal gucken, ob ich nicht das Talent dazu brauche. Wir schauen mal, wir hatten doch hier irgendwas mit entführen, oder? Das hier? Gefangene nehmen. Ja, achso, das haben wir jetzt freigeschalten bekommen. Okay, und Einschüchterung wäre das nächste. Die versuchen nicht mehr zu entkommen. Okay, das ist natürlich auch ein guter Punkt. Was haben wir hier noch? Adlerauge 2? Durch Wände zu sehen? Ja, komm, wir überlegen gar nicht lange. Dann nehmen wir hier jetzt die Reihen einfach mit. Was soll der Geiz? Weil Adlerauge durch Wände sehen ist, glaube ich, auch ganz geil. Das werden wir noch gut nutzen können. Ich denke, ja. Wir haben auch Fat Cash. Super Sache. Ja, sieh dir den neuen Jack the Ripper Trailer an. Ah, das ist auch cool, oder? Wie sie hier mit den geschichtlichen Persönlichkeiten so spielen. Das ist schon echt geil. Okay, einmal Todessprung. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht hier. Ich fühle mich nicht ganz so wohl. Das ist unser Gefangennehmziel, oder? Nee, das ist was anderes. Der blaue ist das. Das ist Homer Dalton. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliche Geld. Ziel Leben zurückbringen. Hä, ist er das jetzt doch? Ja, doch, den gefangen nehmen. Okay, komme ich hier raus, ohne komplett von allen gesehen zu werden, ist natürlich die Frage. Mal gucken. Nein, hier ist keiner. Hier ist überhaupt keiner. Labert doch nicht rum. So, wir nehmen sie jetzt gefangen, Sir. Und da vorne ist die Kutsche. So, alles ist cool. Siehst du die Klinge? Alles ist cool. Was soll ich denn getan haben? Ja, du hast gar nichts getan. Du hast Geld von Leuten genommen, die dir keinen Schilling schulden. Ja, ich und die Hälfte der Reichen in der ganzen Stadt. Wirst du die auch noch entführen? Okay, so. Vielleicht. Aber mit dir fange ich an. Boom. So, du Ratte. Kommst da niemals wieder raus. Halt dein Maul. Was ist denn sein Problem? Okay, wir liefern ihn ab. Das war einfacher als gedacht. Ist aber auch die erste Mission. Hoppla, hoppla. Ja, sorry, dieser Art. Ja, das ist ein neues Pferd. Das muss erstmal auch warm laufen hier. Das ist ja also... Was ist das für eine Art und Weise, mich da nicht ausparken zu lassen, oder? Das ist alles nicht schön, Freunde. Also mit sowas kann ich mich auch wirklich nicht arrangieren. So, wir kutschen hier erstmal die Straße. Hallo, Vorfahrt hier, bitte links vor rechts und so. Kein Problem. Schön, ist das der Bahnhof oder so? Das wär, oh, wow, hallo, ey. Also, wenn ich nach links gucke, bitte mir hier nicht irgendwie reinfahren. Was ist denn mit den Leuten? Die haben alle keine Augen im Kopf, ne? Die haben wirklich alle keine Augen im Kopf. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute lieber erschossen werden, als von mir gefangen nehmen zu lassen. Das ist halt viel gefährlicher, ne? Beim Erschießen ist wenigstens vorbei. Zack. Kopfgeldjagd, abgeschlossen. Danke. Kein Problem. Tschüss, die Kutsche ist ein bisschen mitgenommen. Ah, nee, das ist eine Gefängniskutsche, seht ihr das? Geil. Kauft ihr bitte doch kein Auto in naher Zukunft. Ist das eigentlich ein Diesel? Ich hoffe, sonst dürfte ich hier, glaube ich, gar nicht fahren. Sonst dürfte ich hier ja gar nicht fahren. Ach Mann. Ich hätte gerne eine Kutsche hier, ey. Ich bin schon Pferdefreund, ja, schon. Aber Pferde sind auch anstrengend, kosten Geld, deswegen bin ich nicht so der Pferdefreund. Das war die Kopfgeldjagd. Cool, okay, also das erste Gebiet ist natürlich auch einfach eine Vielzahl von Missionen, Tutorial-mäßig, wie es weitergehen wird. Deswegen läuft das auch gerade so gut, wer sich wundert, warum ich doch so ein super nicer Assassin's Creed-Man auf einmal bin. Das ist einfach der Skillboys, ja, was soll ich sagen, aber das ist natürlich auch alles noch pipi einfach hier. Deswegen jetzt unsere letzte Mission hier, der Gang-Anführer, der uns vorhin ja entkommen ist, die Ralle, den werden wir jetzt richtig schön plätten, den Dieb rammen, okay, machen wir. Man nennt mich nicht umsonst die Mauer, gucken wir mal, ist die Frau der Dieb? Alter, du miese Ratte. Bam. Take down. Bitch. Und jetzt? Ach, das war's jetzt.
Okay, ja, du, von mir aus. Rammen Sie bitte den Dieb da hinten. Wollen Sie Ihr Diebesgut nicht wieder? Nö. Nö, nö, es ging jetzt nur darum, den Dieb zu rammen. Ah, verstehe. Infiltrieren Sie das Gebiet, eliminieren Sie das Ziel. Ach, sind wir schon da? Ist er das? Nee, das ist wieder ein anderer. Harold Drake. Der Abschluss dieser Herausforderung im zusätzlichen EP, okay. Ziel mit einer Kiste Dynamit töten. Das ist sicherlich das vorhin auch schon gewesen, was wir hatten. Steht er zufällig neben einer? Hier ist auch alles verglast, ne? Hier kommen wir gar nicht so einfach rein. Oder kann ich da ein Messer gegenwerfen? Wir müssen mal probieren. Nee, das funktioniert nicht so wie geplant, okay. Schade, schade. Aber man muss es ja wenigstens probieren. Sind da nicht letztens erst... Ah, guck mal, ein offenes Fenster. Sind da nicht letztens erst wieder Schüler gestorben, weil die auf dem Dach der Aula waren und auf solchen Scheiben rumgeklettert sind und dann sind die gestorben. Tolle Sache. Okay, gucken wir nochmal. Wo ist er denn? Da hinten. Und da ist auch so eine Dynamitkiste, oder? Die wird ja nicht hochgehen, wenn wir ein Messer draufwerfen, oder? Nee, da passiert gar nichts. Okay, ich habe jetzt zwei Messer gewastet. Das ist wieder super Taktik. Wir gucken trotzdem mal, ob wir den von hier bekommen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da überhaupt reinzugehen. Den schönen Gemüsebazar zu verunstalten. Rammel den Dieb, Junge. Ach, Mann. Ach, Mann, das war die Stimme von dem Hausmeister aus Scrubs. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Muss ich nächstes Mal machen. Bewegt er sich jetzt mal bitte? Haben wir noch ein Fenster offen? Da fährt ein Zug. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Tolle Sache, oder? Yeah, Kinder, die runterstürzen. Super geil. Bleib stehen jetzt. Ja, so ist gut. Bam. Also, Evil, aus dem Gebiet fliehen. Wie, was für fliehen? Mich hat überhaupt niemand gesehen. Der ist umgefallen. Der hatte einen Herzinfarkt. Der arme Mann. Okay, ja, dann einmal runter, bitte. Runter, Diggi, Gottes Willen. Fliehen läuft richtig gut bei mir. Oh nein, sorry, ich habe ich nicht gesehen. Wollte ich gar nicht. Ich muss hier weg. Ich muss aus der Menge hier rein und raus und all solche Sachen. Ja, aber das lief doch ganz gut, oder? Freunde, der Assassine. Der Assassine. Geil. Also nein, ich würde mich nicht so einstellen. Einfach rein und Leroy Jenkins brüllen. Keiner hat mich gesehen, Mann. Nicht mal ich selber. Nicht mal ich selber habe mich gesehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber auch das haben wir geschafft. Und damit ist auch dieser Teil von London erstmal unser. Ja, Templerjagd abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Hauptmission sicherlich, oder? Bandenkrieg verfügbar. Warum ist das jetzt noch rot? Würde das bitte entsprechend sich farbentsättigen? Macht es nicht. Wir müssen den Anführer noch umhauen. Machen wir natürlich. Legende. Ja, die gute Legende, Junge. Okay, gucken wir hin. Der Gangkrieg. Cool. Sollte ich dafür Leute rekrutieren? Nö, oder? Leute rekrutieren ist Kram. Das ist nur für Yankees, Alter. Das ist nur für Yankees. Das ist überhaupt nicht unser Stil. Insofern auf zur Endmission. Es ist auch so... Es ist ja nicht nur, dass mir die Atmosphäre und die Zeit und das Game an sich so auch grafisch gefällt. Es ist ja auch noch so die Jahreszeit. Es ist so... Es ist schon herbstlich auch, die Atmosphäre an sich. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das finde ich auch sehr, sehr schön. So, Kutsche nicht abgeschlossen. Dann klauen wir die einfach, wie so ein richtiger Assi. Freunde, hier ist Vorfahrt für mich. Ne? Das ist sehr wichtig. Ich bitte Sie daran zu denken. Die Laterne, die war eh schon kaputt. Da passiert sowas. Vorsicht, Vorfahrt für mich. Einmal. Nice Sache. Ah, mit den Kutschen. Ich finde das cool. Also ich liebe das Game, die Atmosphäre hier, auch wie der Regen die Straße noch ein bisschen nass hält. Ja, die Bäume und so weiter. Das ist, mir gefällt ja alles dran, muss ich sagen. Das ist eine runde Sache. Ist einfach erstmal eine sehr runde Sache. So, wie meine verdammten Eier. So, parken bitte einmal raus hier. Also mit dem Parken, das üben wir nochmal. Mit dem Parken, das üben wir auf jeden Fall nochmal. Warum hast du nicht auf die Kiste geschossen mit der Pistole? Ich weiß nicht, ob das mit der Range so gut gewesen wäre und ob wir dann nicht größere Probleme gehabt hätten. Aber ja, ich habe ehrlicherweise nicht mal drüber nachgedacht. Muss ich beim nächsten Mal dringend machen. Muss ich dringend tun. Du weißt schon, dass sie links fahren. Ja, können sie doch. Aha, Bloas, ist ja nicht mein Problem. Hier ist alles grün und da ist auch unser Furorion. Sehr schön. Grüße euch. Hallo, empfohlenes Level 2. Kämpfen Sie gegen die Rexford Kalogs Gang und erobern Sie White Chapel. Machen wir. Kein Problem. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder lassen Sie mich Arzt, ich bin durch, ne? Schauen wir mal. Die Zeit geht wieder um. Ah, da sind Sie ja. Hi. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kalog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Ah, was soll das, Greeny? Huh. Assassinengeburtstag? Cool. Sammelt die Leute. Kukuri-Dolche hießen die, glaube ich, oder? Irgendwo gab es so eine Waffe mit so einer Form und die hießen Kukuri-Dolch.
Mal sehen, steht das irgendwo? Kann ich mit Waffenwissen angeben? Nee, leider nicht. Wenn Sie höhere Level erreichen, können Sie bessere Waffen, Monturen und besseres Zubehör ausrüsten. Drücken Sie F2, um das Inventar aufzurufen, um bessere Ausrüstungsstücke zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsstücke verbessern, um Ihre Statuswerte zu verbessern und alles aus ihnen herauszuholen. Coole Sache. F2, alles klar. Und ja, das könnten wir hier jetzt quasi tun, ne? Neue Sachen kaufen? Oder eben, ich weiß nicht. Was macht denn mehr Sinn? Ohne ein zweites U. Kukri. Okay, close enough. Ein Vokal fehlte. Was ist denn sinnvoller, Assassin's Creed, Freunde? Ist es sinnvoller, neue Waffen zu kaufen oder darauf zu sparen oder die bisherigen abzugraden? Sicherlich beides irgendwo, oder? Gibt bestimmt keine goldene Regel. One Piece Helmeppo hatte die Messer und genau da war ich auch, wo er nach Water 7 Zorro angreift und Zorro das pariert und dann sich denkt, komische Waffe, ein seltener Kukuri-Dolch. Exakt daher hatte ich das gerade, Mann. Exakt daher, aber, ja, schon eine Weile her, Water 7 Arc, wir sehen, das ist nur ein Kukri und nicht Kukuri-Dolch. Da sind wir wieder, ne? So schnell kann's gehen. So schnell kann es gehen. Ich mache die Kukris, aber ja, finde neue kaufen besser, aber kannst auch immer upgraden. Okay, also ist jetzt nicht so, die anderen sind sehr fancy. Ja, das ist natürlich dann problematisch, ne? Das lohnt sich ja natürlich doppelt. Schwierig. Muss hergestellt werden, sie benötigen Level 4. Na gut, dann nehmen wir erstmal unseren hier. Elfenbein? Elfenbein-Dolch ist das billigste, alles klar. Ja gut, den rüsten wir aus. Und wir gucken uns mal das Upgraden einfach an. Ach, das erhöht einfach alles, wirklich. Ja, das ist ja super. Das ist ja super easy. Das verstehe ja sogar ich. Das ist cool. Okay. Ja, gut. Und das geht jetzt auch erst nur einmal. Das ist natürlich noch besser. Dann kann sogar ich damit umgehen. Ihre Bedingungen und erwartet sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Okay. Bisschen Gotham-Feeling gerade so. Pinguin-Botschaften. Das war jetzt schnell. Ich dachte, ich kann es nur alles in Ruhe upgraden. Kein K-Log. Hallo, ich bin's, der mit dem Dolch. Kann ich jetzt noch wen assassinieren so irgendwie? Nee, die sind alle schon infiltriert. Oh, krass, Junge. Oh, ich mag unseren neuen Dolch, liebe Leute. Den kann ich echt gut leiden. Was ist mit dir, Job? Junge, wiedersehens. Oh, der Genickzwirbler. Ganz gefährlich. Dream, moin. Da sind sie ja. Ich darf dem Zug hinterher, oder? Oder nicht? Hä? Soll ich jetzt dem Zug hinterher rennen, oder? Was habe ich jetzt verpasst? Ja, mal gucken, ne? Das geht schon mal nicht so, wie ich das dachte. Ah, ich brauche diesen Zug. Was war das denn? Gottes Willen, ich brauche diesen Zug, lass mich hoch. Ja, ich habe es geschafft, cool, wow. Unerwartet, ich bin von mir selber so überrascht, Junge. Das gibt's ja gar nicht. Und ihr werdet reichlich erdolcht werden, Freunde. Komm, Leertaste, bam, du wirst gedodged. Ach, schön. Das Gute ist, was ich schon mal sagen kann, es ist ein bisschen actionreicher als das Assassin's Creed Gameplay, was ich noch im Hinterkopf hatte, tatsächlich. Weil das war deutlich, deutlich simpler. Also da musstest du nicht mal infight irgendwie Target wechseln oder so. Da hast du echt nur einen Button gesmashed. Und der Rest hat sich von selbst erledigt. Kann ich dir nicht mal in die Fresse schießen oder so? Nee, ist gerade schlecht, ne? Ganz schlecht gerade. Komm, erstmal Deckung durchbrechen, mein Freund. Und dann Messer rein, Gedärme raus. Wir kennen doch das Spiel. Oh! Ja, das kennen wir anscheinend. Wir beide. Wir kennen das sehr genau. Kann ich dir was zuwerfen? Nee, leider schon zu spät wieder. Ach man, belastend. Dann gibt's eben so schön in die Phrase, mein Bruder. Komm, wir machen uns da ein schönes Spielchen, wir beide draus. Junge, wie heftig ich ihn massakriere ist ja hier. Heute gibt's Schaschlikspieße, Junge. Schön geschnetzeltes mit Reis hier. Hühnchen mit Reis. Hühnchen. Oh, da verpasst er mir doch mal eine. Er macht doch noch mit. Siehst du, ich wollte gerade sagen, er ist meiner Combo nicht gewachsen. Der Arme. Auf Wiedersehen. Mister, auf Wiedersehen. Und seine Gun hat er verloren. Ist wohl kaputt. Oh nein! Naja, dafür haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. Oh, fair trade. Das ist eine Harpunenpistole oder was? Und wir haben unseren eigenen Zug. Vorne. Jetzt sind wir am Zug, ne? Wahnsinn. Schlitzi, schlitzi, schlitz. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann spielen wir Origins und Odyssey Craft. Ja, wir fangen ja gerade erstmal an. Wir fangen ja gerade erstmal an und dann können wir weitersehen. Servus. K-Log ist tot. Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters.
Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. Uwe! Das ist eigentlich zu einfach, oder? Yo! Styler, Junge! Willkommen bei den Rooks! Oh, wie happy er ist mit seiner Gang. Ach Mann. Gang, Gang. Nächste Mission ist überall 187 dran, Sprint. Oh, ihr Bastarde. Ich werf mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. K-Lock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Hä? Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Hä? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Geister! Geister! Das dachte ich mir, Greenie. Der Zug ist verflucht. Alter, wie die Kisten reingeschwebt kommen. Was war das denn? Weißbrot. Junge, können wir ihr auch zu ihrer Schwangerschaft gratulieren eigentlich? Das sind doch bestimmt Achtlinge. Wahnsinn, Junge. Wahnsinn, also ich dachte erst, das ist ein neuer Charakter, der sehr klein ist, aber er war einfach nicht da. Er war einfach nicht da. Ach man, liebe Leute, wer auf solche Bugs by the way steht, ich empfehle euch den einen Mad Moments Part, der dieses Jahr kam, wo ich mit Sharon im Koop in Assassin's Creed Unity ein bisschen eskaliert bin. Ne? Wer sich warm machen möchte, es gibt auch exakt ein Video dazu von mir auf meinem Kanal. Die Kisten schweben und haben einen indischen Akzent, Alter. Das ist einfach komplett sämtliche... Rassen, Akzent, Sprachproblematiken gelöst, ja, das ist einfach, neutraler geht's gar nicht mehr, durch schwebende Kisten mit Akzent, Junge. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir reden mal mit ihr, mit der Guten. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Ja, mir richtig schön in der Gasse einscheuern lassen, Alter, ne, richtig gute Sache. So, der Safe, Zeymar. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Cool. Ich find's auch nice, dass ihr einfach richtig stereotypischerweise es immer ums Essen geht. Das finde ich richtig super, da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um, weil ich möchte echt auch gern, hoppla, das Ambiente ein bisschen würdigen. Ich finde das sehr, sehr detailreich und liebevoll ja alles eingerichtet. Von diesen Lampen bis hin hier zu den fucking Tellern, die sich stapeln. Ja, dieses herbstliche Gesteck hier und so weiter. Das ist schon echt eine nice Sache. Was ist das Weiße da? Ach, ein Pott. Guck mal, was hier alles hängt, Junge. Mit wie viel Liebe hier alles designt wurde. Mit Liebe in jeder Masche. Und wir haben angefangen als kleiner Mistassassine. Und jetzt sind wir Zugbesitzer, ne? Guck mal hier mit Guns und allem. Großartig. Gang Upgrade. Schauen wir mal. Oh, Rooks Training, okay. Insider, was haben wir hier? Medizinmarkt. Sie können jetzt Medizin in Geschäften kaufen. Nutzen die Medizin im Kampf, um ihre Gesundheit schnell zu regenerieren. Das ist sehr cool. Also wir erobern quasi jetzt die Viertel mit unseren Rooks im Sinne unseres besseren Lebens und Führungsqualitäten, was auch immer. Und können dann quasi das wirklich ausbauen hier mit Medizinsachen und so weiter. Mit Drogen natürlich zum Beispiel, ja, was auch sonst. Und Schwarzmarkt, klar, also das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe es vorhin so ein bisschen mit Gotham verglichen, ne, was ich ja momentan sehe. Sehr empfehlenswerte Serie neben Peaky Blinders, ja, da habe ich vorhin schon empfohlen, ganz wichtig. Und es erinnert mich gerade ein bisschen daran, ne, wenn ein neuer Chef eingesetzt wird, versucht alles besser zu machen mit seinen Systemen und so weiter. Also muss man jetzt nicht unbedingt Batman-Fan sein oder so, um das mit Gotham vergleichen zu können, aber... Erinnert mich gerade doch sehr dran. Okay, ja, wir beschaffen das mal, ne? Verbessern. So, investieren wir und haben den Medizinmarkt. Finde ich cool. So fängt jeder Zugführer an. So ist es. Genau so
Ist es. Ach man, okay, und jetzt können wir das hier quasi auch mit den Ressourcen... Ah, dafür sammeln wir zum Beispiel auch die Ressourcen. Erhöht die Beliebtheit des Growlers. Halten Sie nach weiteren Ausführungen dieser Lieblingskutsche in Londons Straßen Ausschau. Okay. Kleine Rooks, die besten Liebe Londons sind Kinder. Sie halten bessere Beutestücke, wenn sie mit Hilfe von X mit ihnen interagieren. Und Polizeibestechung. 5000 kostet das. Was? Oh, das ist aber auch wichtig, ne? Die drücken Auge zu. Berühmt berüchtigt. Beim Name Fry gefriert ihren Feinden das Blut in den Adern. Die Blighters werden in den Straßen keinen Streit mit ihnen anzetteln. Wow, das sind sehr coole Updates. Das sind sehr, sehr coole Updates. Hatte Gossam bis Staffel 4 durchgesuchtet. War echt gut. War echt gut, ne? War echt gut. Ich bin noch bei. Rooks Training haben wir. Grundlegendes Kampftraining. Sie haben Level 5 zum Rekrutieren. Okay. Fahrer. Kaufen Sie Kutschen für Ihre Rooks. Ich weiß halt noch nicht, was jetzt vielleicht auch am besten lohnt. Speer. Nutzen Ihre Schusswaffen öfter. Okay. Kutschensabotage. Das sind halt so viele Sachen, ne? Boah, schwierig. 3000 kostet das. Belastend. Pub-Investor. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Kaufen Sie Pubs in der Stadt. Das ist der Dream. Oh, so ein Pub oder eine Bahn ist ein kleiner Traum, glaube ich, von fast jedem irgendwie. Und damit meine ich nur von mir. Ja, du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir investieren erstmal weiter in die Insider-Sache. Ich weiß noch nicht genau mit dem Growler. Flinker, schneller, zuverlässiger. Feuerwehr erreicht selbst die ärmeren Viertel Londons. Ja gut, komm, wir nehmen das jetzt einfach mit, oder? Den Boom hier ist auch noch halbwegs billig. So. Wir sorgen hier für das Insider-Geschäft, natürlich. Ich habe immer bei solchen Spielen den Drang vermutlich, ne? Alles frei zu spielen, so. Das ist einfach so. Man will es alles haben, ne? Man will es einfach alles sofort, bam, gönnen. Oh, das können wir gleich noch. Das machen wir einfach, ja? Wenn es brennt, Freunde. Oh, shit. Und wir wissen, das wird es. Dann haben wir unsere Feuerwehr jetzt da. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Ich glaube, im Folgenden sparen wir dann auf die Polizei. Jetzt haben wir hier Krankenvorsorge gelöst. Jetzt haben wir hier Feuerwehr und so. Und als nächstes sparen wir, glaube ich, auf die Polizei. 5000, ja, haben wir sogar schon wieder fast. Können wir nächstes Mal machen. Okay, nice Sache. Nice Sache. Mach ich auch immer. Ich liebe es, Mats zu farmen. Und es lohnt sich ja in der Regel auch im Folgenden. Ne? Man merkt ja die Verbesserung dann. Das ist schon echt cool. So übergreifende Bäume. Wie wir es in Legion hatten mit den Klassenhallen zum Beispiel, ja, mit Ressourcen gelöt, Bonus Azerit und solchen Dingen. Das ist schon cool. Ist nicht SimCity, nein. Ich glaube nicht. Oh ja. Und wir haben einige neue Gebiete, möchte ich sagen. Ne? Southwark haben wir, Lambers, Alter, die Themse. Oh, gucke, schön, Geo-Unterricht wieder. Westminster. War Westminster, was sagt mir Westminster gerade vorne? Westminster, Abbey gelöt und so weiter, klingt jetzt auch irgendwie. The Strand, okay, City of London. Nice Sache, nice Sache. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was haben wir denn für eine Mission? Ob es noch lohnt, groß was anzufangen? Die Pressefreiheit, Montur, Naturburschen-Montur, empfohlenes Level. Ja gut, die Pressefreiheit, also eine gucken wir uns schon noch an, oder? Eine gucken wir uns noch an, würde ich sagen. Komm, das gönnen wir uns. Schön hier mit dem Zug. Nice, also super. Sehr, sehr cool. Guck mal, auch jetzt ein bisschen dunkler geworden. Hier alles ein bisschen diesiger. Cool. Sehr, sehr cool. Queen und so, da steht Big Ben, da ist alles quasi. Westminster Abbey ist die Kirche, wo die Royals heiraten. Ja, man kennt es, ne? 3 Stunden später noch eine. Ja, es ist ja leider so, ne? Es ist ja wirklich leider so. Es ist so ein Game, da könnte ich mir so ein Format ausdenken. Ich überlege gerade, wie könnte ich das nennen? Ich glaube, ich würde es Craftyton nennen. Und dann an einem Tag ein Spiel durchspielen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Kam bestimmt noch keiner drauf, so oder so ähnlich. Ja, gucken wir rüber, ey, mit dem Regen. Jetzt wissen wir auch wirklich, dass wir in London angekommen sind. Ja, es regnet. Sehr gute Sache. Sehr, sehr gute Sache. So, Kutsche ist hier auch wieder am Start, aber ich glaube, die brauchen wir nicht jetzt für den Meter. Oh, ich liebe das, ey, diese Atmosphäre, ich finde das so cool. Noch düsterer war das ja zum Beispiel in Dishonored, ne? Dishonored habe ich zum Beispiel auch gespielt. Mr. Lion, ich grüße dich. Da fand ich es auch super, aber noch viel düsterer, ja, das war noch viel mit dunkler Magie und so ein Kram, was hier, glaube ich, jetzt nicht der Fall ist. Zivilisten beschützen, aber immer, nicht in meiner Stadt hier, Bursche, zack und auf Wiedersehen, du Drecksack. Ich finde das super mit dem Regen. Erinnert mich zum einen an Helms Klamm, natürlich, Good Old Herr der Ringe Zeit, ja. Aber auch so ist einfach, von der Atmosphäre her, richtig super. Ach, er kämpft jetzt mit mir mit hier. Der Gute. Ja, er wollte den Kill klauen. Habt ihr gesehen? Mit seiner Gun eben. Die miese Ratte. 9 3/4. Fehlt das Gleis noch. Genau. Genau, genau. Okay. Ja, gucken wir mal vor. Ein Stück ist es ja doch noch, was wir gehen müssen. Bist du böse? Oh, ihr seid ja böse hier. Ih, das sind aber mehrere böse. Oh nein. Oh nein, da habe ich ja eigentlich gar keine Zeit für. Ach, Kacke. Ih, das war jetzt nicht so cool.
Oh nein. Naja gut, was wollen wir machen? Komm, dann haben wir gleich mal ein bisschen Kampftraining hier noch. Was soll's? Vier Stück. Um Gottes Willen. Hätte ich mal den Typen von vorne gerade doch mitgenommen, ne? Ach, kacke, Junge. Aber dann gut, dann haben wir mal ein bisschen intensives Kampftraining jetzt hier zum Schluss. Muss ja auch mal sein. Einer muss es machen. Pistole ausweichen, hier Leertaste, alles im Blick behalten, Junge. Wieder dodgen. Um Gottes Willen, das dauert eigentlich zu lange, oder? Ich glaube, solche Kämpfe gegen so viele sollte man dann vielleicht doch wirklich vermeiden oder dann abhauen oder wie auch immer, ne? Weil so oft hier auch mit dodgen und hin und her noch zu skalieren. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich gerade bemerklich Schaden drücken. Ja gut, wir haben zwei down. Okay, wir tun es doch irgendwie. Irgendwie scheint es zu funktionieren. Und wir können ja zum Glück auch Medizin kaufen und uns im Zweifelsfall heilen. Und unser toller, rekrutierter Kollege, der ist leider auch schon wieder hin. Also Kampfsystem gefällt mir deutlich besser, als ich es bei Assassin's Creed in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ob sich nur meine Erinnerung ein bisschen täuscht oder ob sich eben wirklich merklich verbessert hat mit den entsprechenden Teilen, wozu ich den jetzt einfach mal zähle. Und sie da vorne, ne? Oh, hier ist ein Toter. Oh, das ist noch welche. Auf Wiedersehen. Insofern, ja, nice. Nice Sache. Rocktool, Alter. Late Night Stream. Wie spät ist denn das? Ich habe gar keine Zeitanzeige. Jetzt einmal. Ja gut, wir sind noch im Rahmen, ne? Wir sind noch im Rahmen, auf jeden Fall. Insofern, ja, willkommen, ne? Willkommen in London. Es regnet. Es regnet, es regnet. Craft, wenn er in London ankommt, Digga, erinnert mich mega an Helms Klamm, ne? Es ist so. Es ist so. Ach man, merkst du ja besser? Das war der erste, wo sie angefangen haben. Origin und Odyssey grenzen ans Witcher-System. Ja, finde ich cool. Also ich fand das Fight-System immer ein bisschen stumpf. Ich meine, gerade in den Anfangsteilen und wenn du so einen auf Assassine machst, dann ist es ja jetzt auch nicht, jetzt ist es super wichtig vielleicht ein krasses Combat-System zu haben, wo du gegen 5 Gegner gleichzeitig bestehst. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast und auch die Möglichkeit von der Schwierigkeitsstufe her einbaust, dass man das schaffen kann, dann soll es halt nicht saulame sein. Und ich musste eben echt aufpassen, dass ich hier im richtigen Moment alles tippe und mich umorientiere, auch sexuell und so, ja. Dass das funktioniert, auf jeden Fall. Ja, ich guck panisch auf die Uhr. Ich habe halt wirklich, ich dachte, es ist der Mond, das ist der Big Ben. Haben wir einen Mond? Bei dem Regen vermute ich nicht, ne? Ich verliere mich in solchen Games halt komplett. Ich muss da mega, mega aufpassen. Ich weiß es auch gar nicht, wie ich es immer schaffe, 2 Uploads auf YouTube zu bringen. Wenn ich eigentlich die ganze Zeit selber leveln will und so. Aber was schon mal super ist, dass ich bisher mega Spaß am Game habe. Atmosphäre und Co. auch sehr feiere. Und darum mich auch sehr auf unsere Assassin's Creed-Tage dann freue, dementsprechend. Ne? So, Pressefreiheit. Ja, gönnen wir uns. Schauen wir mal. Die Freiheit ist wichtig, ne? Das ist so. Das ist so, das ist so. Die Zeit rennt mal wieder. Und wir schauen, was uns erwartet im Rahmen der Presse. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Frey und ihr Bruder Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Die Sicherungen sind bestimmt in seiner Hose. Ich kann Ihnen helfen. Sie klaut den Loot. So. Ach, gucke. Ist das jetzt eine Mission, wo ich zum Beispiel nicht wechseln kann? Dann muss ich jetzt als sie spielen. Ah, das ist ja auch interessant. Okay, manchmal müssen wir. Manchmal müssen wir. Einwandfrei. Okay, dann können wir uns jetzt hier auch nochmal entsprechend ausstatten, nehme ich an. Da haben wir hier einen schönen Stab benötigt. Level 3. Ist euer Ernst? Oh no, so sad. Den hätte ich voll gern genommen. Den hätte ich voll gern genommen. Ach man, dann nehmen wir hier auch den Dolch, oder? Oder behalten wir unseren Stab? Der hat mehr Betäubung, ne?
Ich glaube, ich behalte den und upgrade den einfach mal. Komm, wir haben noch Cash auf Tash hier. So, zack. Oh, ein schönerer Stab, Junge. Großartig. Okay, hätten wir das. Wir haben Handschuhe. Da haben wir jetzt hier die 9. Mit mehr Angriff. Sie benötigen Level 2. Ich habe mit ihr auch noch nicht Level 2. Nein, ich kann nichts nehmen. Achso, die Stufe steigt ja durch die Fähigkeit. Ja, du hast das völlig recht. Sieh da. So, darum machen wir das zusammen. Ich sag's immer wieder. Sehr schön. Auch hier nehmen wir auf jeden Fall erstmal das Leben, weil ich kenne mich. Daher nehmen wir auf jeden Fall Gesundheit Boost mit. Das ist sehr, sehr gut. Dann nehmen wir hier definitiv auch den Beute-Takedown, weil ich bin super faul. Das möchte ich gern bei beiden haben. Und bei der sind wir ja mehr im Stealth-Modus unterwegs. Und da ist Level 2. Ah, seht, das hätte ich so verkackt und mich so geärgert hinterher. Wahnsinn. Was haben wir hier denn noch? Adlerauge 2 wollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Könnten aber auch hier erlittenen Nahkampfschaden reduzieren. Das ist natürlich auch super. Das können wir sogar beides nehmen. Das können wir im Zweifelsfall sogar beides nehmen. Oder mehr Gesundheit. Boah, das Ding ist, ich glaube, es nimmt sich nicht viel, ob wir jetzt mehr Gesundheit nehmen oder mehr Schläge an sich aushalten. Deswegen nehmen wir erstmal den Gesundheitsboost mit, würde ich sagen. Und das verbesserte Adlerauge und dann sind wir ready. Ready für unsere Stealth-Mission. Naja, vorausgesetzt, also wir gucken jetzt unsere Waffen natürlich nochmal an. Gut, gefällt mir sehr gut, das System. Auch wenn ich vermutlich bei beiden nicht so unterschiedlich skillen werde, weil sich ja doch mein Spielstil nicht so massiv ändern wird. Den habt ihr ja bisher bewundern können. Dementsprechend, ja gut, jetzt habe ich den geupgradet, ne? Das nimmt jetzt, denke ich, nicht mehr so viel. Handschuhe können wir jetzt anlegen. Jawohl, die können wir ausrüsten. Sehr schön, okay. Härter als einfaches Leder, aber immer noch biegsam für bessere Bewegung im Kampf. Sehr, sehr gut. Umhänge haben wir auch was Neues. Sparsamer Umhang. Okay, ein paar Gebrauchsspuren nehmen wir auch mit. Wir rüsten jetzt nicht jeden direkt auf, weil... schwierig mit dem Geld immer, ne? Kannst du alles verbessern? Wir wollten ja aber auch erstmal die Bullen dann alle bestechen können. Und Monturen haben wir hier... Okay. Erhöht den Schaden, den sie mit ihrem Stockdolch anrichten, um 10%. Erhöht den Schaden, den sie mit einer Galvani-Bombe anrichten, um 20%. Finde ich sehr, sehr cool, aber bringt uns, glaube ich, nicht so viel wie die jetzt momentan. 10% auf Stockschaden für jedes Mal reinböllern ist, glaube ich, eine bessere Sache aktuell. Ja, gut. Sind wir ready. Sind wir ready. Schöne ranzige Bettdecke über die Schulter gelegt. Ne, man kennt sie. Boah, das, ey, guck mal, wie auch der Wanst ausschwenkt. Alter, bei den Asia-MMOs geht die Animationskostengebühr gelöht immer in die Bubis, ne? Und hier den Wanst. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Fry, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraf? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht, Telefon? Wow! Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starry Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja, und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich... oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Cool. Okay. Ja, sehr witziger Dialog natürlich. Mit dem Telegrafophonomorphifier, man kennt es. Und Seilwerfer. Drücken Sie R, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante R, um per Seilrutsche große Freiräume zu überwinden. Sehr cool auch das Element mit dieser Brücke dazu. An einer Seilrutsche können Sie mit WS und Shift Ihre Geschwindigkeit kontrollieren und sich für ein Luftattentat über Gegnern in Position bringen. Okay, mit WS und Shift. Und mit R mache ich das generell. Okay. Kann ich das jetzt hier schon drücken? Nee, so einfach sicher. Oh. Oh. Okay, ja, das war unerwartet, dass das so einfach funktioniert. Kann ich damit auch normal aimen oder funktioniert das ganz von alleine? Ist ja anscheinend selber nicht so sicher. Okay, wir stehen erstmal richtig. Und da jetzt, wenn ich jetzt hier hochgehe... Oh! Das ist cool. Das ist... Hallo! Das ist verdammt cool. Wow, I like. Erinnert mich ein bisschen an Ratchet & Clank natürlich auch. Der Schwunghaken. Nice, wir sind auf dem Big Ben gerade, ne? Sehr, sehr coole Sache. Das ist bestimmt mal ein Aussichtspunkt, aber auch das mit der Brücke. Wow. Alter, der Schiffsverkehr. Wow. Alter. Okay, auch das mit der Brücke hat mir sehr gefallen. Auch hier, wenn wir die Stadt überblicken. Ey, das ist... Ich finde das super cool. Wie gesagt, ich liebe diese Zeit. Ihr werdet das schon das ein oder andere Mal gehört haben. Und so die Darstellung
So wie wenn man in Anno früher rangezoomt hat, nur in noch cooler. Nice. Sehr, sehr nice. Und so ein paar Bäumchen, ne? Die Grünanlagen. Man kennt es. Man kennt es. Und da ist die Kopfgeldjagd. Okay. Gut. Also mega cool auf jeden Fall. Mega, mega cool. Dann machen wir mal einen Todessprung hier runter, Junge. Wow, da kribbelt sogar im Bauch, wenn man gar nicht First Person dabei ist hier. Zack. Wunderbar. Schön in das Blumenbeet, ne? Von Tante Erna. Ach man. Wie ist der Teil so? Hab bisher nur Odyssey gespielt. Ich habe leider wenig Vergleiche. Aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut, auch atmosphärisch, ja. Mega. Warum früher in Anno? Naja, ich habe früher auch sehr viel Anno gespielt und dann habe ich auch gern so rangezoomt und bin so durchgegangen. Oder auch so Freizeitpark-Simulationen, so Dino Island und solche Sachen. Dann bin ich immer rangezoomt und habe mir das angesehen, ne. So wie die Burger so durch die Städte rennen und all solche Sachen. Und ja, das fiel mir gerade ein, als ich das so gesehen habe. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin hier überhaupt, die Sicherung installieren? Ja, da muss ich doch hier eigentlich auch wieder hochklettern, oder nicht? Das war total bescheuert, gerade komplett runterzuspringen. Ah ja, jetzt habe ich hier so ein Seil und jetzt kann ich hier quasi... Also das ist sehr, sehr cool. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Natürlich trifft und überlebt sie aus der Höhe einen Laubhaufen. Fake News. Ja, das ist englisches Laub, Murin. Ja, das ist besser verdichtet als unsere Kranplätze hier in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. So, ich möchte hier jetzt eigentlich nur rauf, wenn das geht. Dann hier rum. Und dann hier wieder runter. So, Dino Island, oder? Extra haben wir damals Computerbildspiele gekauft. Das war erst mein Cousin, der die hatte mit Dino Island. Und dann musste mein Vater auch zur Tanke fahren und die Computerbildspiele kaufen, wo Dino Island drauf waren, damit wir das spielen konnten. Das war krank. Und dann konnte man die Geschwindigkeit auch immer hochstellen, wie schnell die Tage abgehen und so weiter. Dann haben die Dinos immer, wenn man ranzoomt, gleichzeitig gefressen und geschissen. Also das war einfach ein Game für junge Männer. Ja, das war einfach großartig. Dino Island, Freunde, spielt mir Dino Island auf jeden Fall. So, wir machen ein bisschen Elektrotechnik. Und das war's jetzt. Ey, Junge. Schöne Aussicht. Ja, schöne Aussicht, ne? Auf jeden Fall. Das war die erste von dreien. Easy Game. Easy Game. Meine mache ich immer noch. Ach so, ja, klar. Wollte jetzt nicht sagen, Anno ist tot oder so, Gottes Willen. Aber da bin ich ein bisschen von weg mittlerweile. So, hier kann ich euch sliden. Ey, das ist mega krank. Das ist mega, mega krank. Zwergischer Lord, WB. WB, WB. Das kann ich nicht anschauen. Höhenangst lässt grüßen. Also das glaube ich sehr gerne. Das ist wie bei mir mit den Tiefseemissionen, mit Haien und so, ne? Ah, miese Geschichte. Miese Geschichte. Wie lange geht's heute nach? Das ist unsere letzte Mission. Dann muss ich mich leider dem Hunger ergeben. Dann haben wir aber auch fast unsere 3 Stunden wieder geschafft, so in dem Dreh. Zeit ist auf jeden Fall gerannt wieder, zumindest in meinen Augen. Alles klar. Schön, wie sie es nochmal für sich selber so bestätigt auch. Oh, das ist nochmal ein ganz anderer Meter, den wir jetzt vor uns haben. Mal gucken, volles Rohr in die Wand. Schön reinsliden, ne, so Skitorpedo-mäßig. Sehr coole Sache. Junge, das finde ich wirklich mega. Ich werde mir da jetzt ein übelst drüber abwundern die ganze Zeit, Freunde. Von daher geht kurz auf Toilette oder so, wenn ihr es nicht hören könnt. Ich finde das mega nice, auch wie wir hier unseren Handschuh nutzen und uns so ein bisschen, ne, hier mit dem Hintergrund und den Schiffen. Alter. Ja, das ist schon cool. Das einzige Unrealistische ist, es regnet in London nicht. Also, dass das nur so ein kurzer Regen war, das kann ich irgendwie nicht glauben. Ja, wir müssen uns jetzt nochmal runterhangeln. Aber da müssten wir ja so sliden können eigentlich. Sliden wir automatisch? Nein, da hängen wir nur. Okay. Dann drücken wir mal in die Richtung. Nice, nice, nice. Sehr cool. Genau das für Erfolg noch. Jo, Hassel, danke fürs Reinschauen. Mach es gut. Ah, mies, schon krass, ne? Aber das zeugt ja auch davon, wie realistisch die Games irgendwie werden. Oder sind es ja jetzt nicht das Neueste überhaupt, aber... Wie man sich da dann doch auch mit so Phobien und Co. mit Ängsten reinfühlen kann, ist schon krass. Spricht ja fürs Game auch irgendwo. So blöd's ist, so sah der Schulweg meiner Eltern damals aus, wenn es nach ihren Erzählungen geht. Ja, früher war das alles schlimmer, ne? Der Weg zur Uni und so weiter. Das hat sich schon verbessert im Gegensatz zu früher mit dem, mit dem Seilhandschuh, ja? Man kennt die Erzählungen. So, die letzte Sicherung. Ohne Probleme anscheinend. Mal sehen. Und auch das tauschen wir fachmännisch aus, ohne zu sehen, was wir tun. Und haben fertig anscheinend. Das sollte reichen. Ja. Das waren die Sicherungen. Und das kann uns so schnell eigentlich auch keiner wieder nachmachen mit Bell reden. Okay, kann ich hier einen Todessprung runter machen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, wenn da nicht steht, machen sie jetzt einen Todessprung. Dann ist es wirklich ein Todessprung, wenn ich den dann alleine mache. Das geht es, glaube ich, zu vermeiden. So, wir hüpfen mal nach oben. Und kann ich mich hier irgendwo anernen? Nee, nur da.
Das ist da unten steht auch kein Wagen. Oh nö, wie komme ich jetzt hier am dümmsten zurück? Es ist, naja, wir ehren trotzdem mal, oder? Bevor ich irgendwas anderes mache, wir versuchen mal mit den R-Sachen trotzdem zurückzukommen. Vielleicht muss ich das auch ein bisschen üben hier nur. Vielleicht sehe ich es nur gerade nicht. Da ist ein R, da oben. Schwierig. Craft Xena, wenn du in der Ellentodesprung machst. Nedry, mache ich lieber hier. So, gucke. Es ist nahezu RL, oder? Guck mal, das ist doch fast RL, Mann. Mein Psychiater hat noch eine Klinik empfohlen. Die ist zwar eine der besten für Asperger-Autisten, aber sie liegt in Bayern, also so 9 Stunden Fahrt hinweg. Naja gut, aber einmal die Hin- und die Rückfahrt so, die kann man, glaube ich... Oh, ist das gut? Ja, das ist sehr gut sogar. Die kannst du, glaube ich, machen, oder? Oh, scheiße, ist doch nicht so gut. Warum war der blau angezeigt? Fuck. Und es geht ja auch darum, dass du dann eine ganze Weile da bist, ne? Laut unserem letzten Unterhaltungsstand. Von daher, wenn die so gut ist, dann ist das sicherlich nochmal ein Trip wert. Problem wäre halt dann irgendwie nur, wenn du dich wirklich 9 Stunden hin und zurück machst und dann irgendwie es doch nicht sowas für dich ist, ne? Das wäre halt kacke. Deswegen müsste man gucken, dass man im Vorfeld das wirklich so abschätzen kann, dass sich diese 9 Stunden lohnen. Das musst du dann wieder für dich rauskristallisieren anhand der Infos. So, das wäre, glaube ich, ein Problem. Du hast doch die Polizei noch nicht auf deiner Seite. Ja, aber der war ja trotzdem blau. Ich habe ja extra Adlerauge gemacht und dachte, ich habe nur Angst vor denen, die dann rot angezeigt sind. Ja, aber allgemein darf man einfach kein Auge machen in London. Im Sperrgebiet greift dich jeder an. Ja, das ist auch verdammt sinnvoll, was ihr sagt. Aber warum belügt mich dann mein Adlerauge, Mann? Ich habe dem immer vertraut, weißt du, dem Adlerauge. Das ist voll nicht schön. Das ist voll nicht schön. Was ist jetzt hier? Hallo, da oben bitte. Also, jetzt wird's hier ganz verrückt vorne auf die letzten Meter. Jetzt kann ich nicht mal mehr klettern, ne? Jetzt stelle ich mich an wie der letzte Homunculus. Dann gehen wir halt hier wieder hoch. Du, da kenne ich doch gar nichts. Da kenne ich doch gar nichts. Ach man, der Asperger Autisten-Oberarzt ist der Bruder von T-Barts van Elst. Ja, das wird Stefan Raab aber freuen, wenn er das hört. Da kann er gleich wieder ein Lied drüber machen. So, ja, jetzt kann ich da theoretisch wieder rüber. Und unser Kollege wartet ja da unten. Ja, das klingt doch ganz gut. Gucke. Einwandfrei. Also das war jetzt nochmal ein Endszenario auf Umwegen. Aber guck mal, da können wir hier diese Kulisse nochmal genießen. Ah, toll. Und diese Schornsteine, oder? Junge. Junge, Junge. Sehr schöne Sache. Gibt bestimmt auch mittlerweile in London for Future Friday DLC oder so, wo der Dampf dann irgendwie rausgepatcht wurde. Dass man das auch spielen kann, ohne komplett in Tobsuchtanfälle zu verfallen. So, es geht nach unten. Wir haben keinen Todessprung ready, oder? Ich sehe zumindest keinen Haufen, in den wir reinspringen können. Oder ist das da einer? Ja, das ist einer. Guck mal, hier. Der Hauptassassine. Er kennt die Haufen wieder. Jetzt ist doch keiner. Hoppla. Upsi. Blöd gelaufen. So, huhu. Ich bin's hier. Ich bin wieder da. Bin wieder hier in meinem Revier. Geile Sache. That's right. Hallöchen. Achso, falsche Kutsche. Nee, richtige Kutsche. Hä? Moin. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Ja. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Okay. Okay. Sehr seltsam, ja. Gut, cooler Typ. Cooler Typ, auf jeden Fall. Einer von uns, ne? Es eskalierte irgendwie zeitnah auf einmal. Ja, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Jo, ich hab hier eine neue Bombe, willst du mal sehen? Bam. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Höchst interessant. Das waren sicherlich die Bomben, die wir mit dem anderen Mantel verbessern können, ne? Ich denke, ja. Gut, liebe Leute, das war unsere erste Runde Assassin's Creed. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch zusammen. Vielen Dank für eure Tipps und Mitarbeit und Mitmachen und Dasein und all solche schönen, illustren Sachen, ne? Es war mir auf jeden Fall ein Fest. Wir werden jetzt im Folgenden, wie auch zuvor, mit was war's denn? Herr der Ringe und auch mit Darksiders 3. London übernimmt mein Gehirn vorne. Werden wir montags und donnerstags, werden wir Assassin's Creed auf jeden Fall spielen. Ne? Wie lang, ob vielleicht mal länger, ob mal ein bisschen kürzer, das sehen wir dann. Richtet sich auch je nachdem, wie wir vielleicht raiden, wobei es sich da auch je nachdem richtet, wie lange wir überhaupt für Assassin's Creed brauchen. Kleines Zwischenfazit schon mal am Ende, ein erstes Fazit. Bin mega, ja, begeistert vielleicht nicht, aber schon ein bisschen so. Ja, ich bin positiv überrascht aufgrund meiner bisherigen Assassin's Creed-Erfahrung. Ich finde die Grafik, die Charaktere, die Atmosphäre großartig und freue mich sehr auf das, was gameplaymäßig auch im Folgenden noch passieren wird. Und ich hoffe, auch dann seid ihr wieder zahlreich mit dabei. Jetzt aber erstmal Richtung Wochenende, Freunde. Kommt gut rein, wir hören uns morgen und die kommenden Tage dann natürlich mit T-Mock und Co.
in Azeroth. Coole Sache, gespeichert müsste es haben. Rechts war dieses Schienenladekreis, Gelöt-Symbol und so weiter. Ja, liebe Leute. Das dazu. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.